Break News Radio ohne Blatt vor dem Mund ist jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit Top-Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanz, Umwelt, Gesellschaft und viel mehr on air. Hereinhören, mehr unter breaknews.net. UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Death to the New World Order. Gestellt haben. Hier ist der Detlef von Wake News Radio und habe gerade eben gemerkt, dass ich mein Mikro gar nicht anhatte. Also so fängt das gleich gut an mit einer Panne, aber so ist das halt bei Live. Und zwar haben wir heute eine Sondersendung insofern, weil wir den United We Strike Radio Marathon haben. Und da ist es so, dass wir nicht nur ein tolles Programm haben mit Gästen hier im englischsprachigen Raum, sondern natürlich vor allen Dingen auch hier im deutschsprachigen. Und wir werden da gleich mehr darüber hören. Aber bevor wir damit starten, nochmal ganz kurz ein paar Informationen. Und ich sage das auch ganz kurz auf Englisch, damit die Leute, die vielleicht hier schon reingeschaltet haben, weil sie denken, das englische Programm startet. Also here is a Detlef of Wake News Radio, and we are in the midst of the United We Strike Radio Marathon, which is here playing on November 12th, 2011. And we will have the first 2 hours in German, and then you can listen to it in English. Also für alle die jetzt hier auf Deutsch zuhören, das ist natürlich immer wichtig, auch den Leuten Bescheid zu geben, was so abläuft. Und wie gesagt, ich danke immer allen Künstlern, die uns auch ihre Musik zur Verfügung stellen. Die spielte ich eingangs. Und für nicht jeden ist elektronische Musik die richtige. Und der Werner war ganz erstaunt. Er dachte schon, das wären die Harp-Wellen, die hier auf uns einströmen. Aber das war in der Tat nur elektronische Musik. Kann er uns gleich auch noch was dazu sagen. Aber der andere Punkt ist, wir hatten dann natürlich auch unseren United We Strike Song von Tommy Truther. Ja, und das ist ja auch klasse, wenn uns Musiker hier ihre Sachen zur Verfügung stellen. Und wenn Musiker zuhören, bitte, ihr könnt Kontakt mit mir aufnehmen unter radio@wakenews.net. Freue ich mich drüber. Wir wollen ja auch gerne eure Musik mit unterstützen, vor allem wenn es kritische Texte sind. Wir hören nachher auch was von der Regenlaune, was mit dem Thema zu tun hat, in der Pause später. Ja, sage ich dann nochmal. So, also, und ganz wichtig für euch, und das habt ihr schon vielfältig getan, wir haben ja gleich einen Gast, nämlich den Werner Altnickel. Und der wird uns ja zu Harp und zu den Chemtrails und viel mehr noch Auskunft geben. Aber ihr könnt ihm auch Fragen stellen in der Sendung. Einfach reinsenden, eure Infos, Kommentare, Fragen und so weiter unter radio@wakenews.net. Und da freuen wir uns alle schon drauf und versuchen so viel wie möglich da reinzunehmen. Ob wir alles schaffen, weiß ich nicht. Es sind nämlich schon eine Menge da. 7 DIN A4 Seiten. Bis jetzt. Also wollen wir mal sehen, was da kommt. Aber ich höre schon den Werner Altnickel da im Hintergrund. Werner, bist du da? Ja, ich bin da. Ja, super. Dann begrüß doch erstmal hier unsere Zuhörer mit dir zusammen. Ja, ich freue mich, dass ihr alle zuhören wollt. Über diese schönen Nachrichten, die da gleich kommen. Ja, und ich habe ja gesagt, wir nehmen uns richtig viel Zeit heute, haben wir ungefähr knapp 2 Stunden. Und wir nehmen ja hier in der Sendung kein Blatt vor den Mund, das ist ganz wichtig. Hier gibt's keine Zensur, ja, ganz, ganz entscheidend.
Und natürlich haben so einige von den Zuhörern das ein bisschen mitgekriegt, was da gelaufen ist, auch bei Sat.1, bei der Kerner-Show. Da wirst du wahrscheinlich auch noch was dazu sagen. Und natürlich, was da bei Greenpeace abläuft und so weiter und so fort. Aber ich will da nicht zu viel jetzt vorab sagen. Am besten du startest. Ich meine, die meisten kennen dich hier eh. Da brauchst du nicht von vorne anfangen. Aber so ein bisschen Hintergrund ist vielleicht nicht schlecht. Ja, also vielleicht, Werner, kannst du da mal ein bisschen starten. Ja gut, wo du schon angesprochen hast, kann ich ja mal mit Kerner anfangen. Also es war so, dass wir vor etlichen Wochen eine Anfrage bekamen, ob ich was zu Chemtrails sagen wollte. Und dann meldete sich auch so ein Filmteam bei uns auch an und kam auch mit 4 Leuten, die insgesamt 4 Stunden gefilmt haben. Die machten an sich auch einen ganz guten, engagierten Eindruck, weil die Frau Ringling, die Redakteurin davon, war über das Thema jetzt nicht irgendwie über die Redaktion gekommen, sondern über irgendeinen Mitbekannten oder so. Und hatte sich dann dieses Buch von Herderer, also der auch irgendwie mit Crop FM was zu tun hat, quasi durchgelesen, war dann ins Internet gegangen, ja, auch etwas erschreckt über diese ganzen Dinge und hatte sich dann informiert und war dann eben über mich gestolpert, was ja logisch ist irgendwo. Gut, also die haben dann halt 4 Stunden gefilmt und haben dann also aus diesem ganzen vielen gefilmten 5 Minuten zusammengeschnitten, die dann auf sendebereit waren, die dann wiederum aber 3-mal verschoben wurden, aus welchen Gründen auch immer. Zu Anfang stand noch zur Diskussion, dass ich mit eingeladen werden sollte, um da noch ein paar Töne zu sagen zu dem Ganzen. Davon war also nach kurzer Zeit nicht mehr die Rede. Und nach der 3. Vertagung wurde der Film dann nochmal zusammengestutzt auf 3 Minuten 15 Sekunden. Dass da nicht mehr sehr viel rüberkommen kann, ist klar. Aber immerhin ist es ihnen nicht gelungen, da irgendwas zusammenzuschneiden, was total aus dem Zusammenhang gerissen ist. Das wäre auch nicht möglich gewesen, weil ich bin ja ein bisschen Medien erfahren und habe also parallel das mitgefilmt bei uns in der Küche, wo wir die Hauptaufnahmen gemacht haben, sodass also da ein falsches Zusammenschneiden schon mal gar nicht ging. Ah ja, das ist ja interessant. Also ich meine, du bist ja wirklich auch ein erfahrener Medienprofi schon, würde ich sagen. Du bist ja schon in vielen Sendungen gewesen. Also dass die da so dermaßen zusammengeschnitten haben, ist ja unglaublich. Nee, also Moment. Also zeitlich zusammengestutzt. Ja, ne? Zeitlich. Ja, Sie haben nichts Falsches hintereinander gesetzt, aber ich kenne ja also aus der Vergangenheit so Versuche, wenn du, sagen wir mal, 4 Stunden was erzählst, dann wird irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen und dann einfach aneinander gefügt, sodass man nachher gar nicht weiß, was habe ich denn da überhaupt gesagt. Ne? Und gut, das habe ich ja halt unterbunden dadurch, weil ich habe ja nicht nur jetzt über Chemtrails schon viel erzählt, allen möglichen Medien, sondern in der Zeit bei Greenpeace, die 17 Jahre, habe ich ja auch schon Pressekonferenzgeschichten gemacht. Und bei Aktionen gesprochen, teilweise auch so im Fernsehen. Von daher kennt man ja so ein bisschen, wie man damit umzugehen hat. Ne? Ja, klar. Ist ja auch super, dass das so ist. Und wir wollen da noch unseren Teil mit dazu tragen. Und dann gibt es noch mehr Informationen über dich. Super. Ja. Also ja, erzähl ruhig weiter. Ja, okay. Also das ganze Spielchen ging ja dann weiter. Also nach der Sendung irgendwann meldete sich ja Kerner öffentlich und tönte, dass sich ja die Art der Auswahl der Sendung in letzter Zeit derart verändert hätten, dass er sich damit nicht mehr identifizieren könne. Ja? Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt als Beitrag gemeint war oder eben hier vom Nuoviso-Chef, sag ich mal, der ja vorher eigentlich auch ganz guten Beitrag da bringen durfte zu 9/11. Der war aber länger als meiner. Und der soll auch so viel Zuspruch unter den Zuschauern gefunden haben, dass sie also glatt ihre Zuschauerquote verdoppelt hatten. Also von 1 Million auf 2 Millionen ungefähr. Und es mag ja sein, dass das also wieder Kerner vielleicht gefiel, diese 2 Sendungen, vielleicht aber auch andere Beiträge, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die letzte Sendung, findet ja Mitte Dezember statt. Und dann ist Schluss mit der gesamten Sendung, die wird also eingestampft. Ne? Ja, das ist natürlich vielleicht auch richtig so. Ne? Wer weiß, die letzte Sendung war eine Katastrophe, die ich mir angeschaut habe. Okay. Ja, also das Niveau war sowieso, ich meine, das war mir auch vorher klar, dass das jetzt keine hochstilisierte Sendung da überhaupt ist. Das ganze Umfeld ist ja nicht so das Tolle, auch von der Themenauswahl. Bloß ich habe mir halt gesagt, es ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass auch die Leute, die solche Sendungen gucken, mal in irgendeiner Form überhaupt mit dem Begriff Chemtrails in Berührung kommen und vielleicht mal an den Himmel gucken. Ne? Und das ist ja überhaupt das erste Mal gewesen, weil die schiffen ja immer um den Begriff Chemtrails herum. Das ist ja ein Unwort, das darf ja überhaupt gar nicht genannt werden. Insofern ist das jetzt wenigstens erst mal im deutschen Fernsehen überhaupt benannt worden. Also zu dieser seltsamen Kontrolle, dass dieses Wort nirgends auftauchen darf, kann ich nochmal was zum Besten geben. Also in den frühen Jahren, wie ich anfing, 2003 oder so, hat sich in den USA mal einer die Mühe gemacht und eine Medienabfrage gemacht. Es gibt so Medienschnippeldienste, nennt sich
dass da kannst du jedes Wort abfragen, sag mal, kannst du auch sagen, Werner Altenegger, wie oft ist der erwähnt worden, und dann kriegst du die gesamten Meldungen, die jemals in sämtlichen Presseorganen da erschienen, auch wenn es nur im Hintergrund war. Die Antwort war null. Null. Ja? Und sowas gibt's ja nun mal nicht, ne? Weil auch dazu mal war es ja schon so, dass im amerikanischen Raum jede Menge eigentlich los war im Internet und so. Aber so perfekt funktioniert eben die Zensur, ne? Dass also tatsächlich, dass bei den öffentlich-rechtlichen Medien auch in den USA drüben und bei keinem Sender da der Massenwirksamkeit hatte, das erwähnt wurde. Ja gut, wir wissen ja, wer auch dahinter steckt, hinter der Kontrolle der Medien. Das muss man nicht unbedingt hier alles nochmal neu aufrollen. Nein, nein. Aber wir wissen, dass es natürlich kontrolliert ist. Nicht? Ja, ja. Ja gut, wir haben ja ein paar andere Maßnahmen auch noch gemacht. Und zwar, also mir ging es ja seit Jahren schon auf den Zeiger, dass also Greenpeace da also nichts machte. Das war auch der Grund, warum die mich rausgeschmissen hatten. Ich weiß nicht, ob ich das vertiefen soll, aber wahrscheinlich ist den Leuten das bekannt, warum und weswegen, oder? Naja, so vielleicht so zwei, drei Sätze schon dazu, weil das ist ja auch wichtig, ne? Okay, also wir haben also 2004 Greenpeace aufgesucht, und zwar ich mit Peter Platte, dem ehemaligen Jagdflieger der Bundeswehr, und haben mir in 3,5 Stunden halt das Thema Chemtrails und zum Teil auch Herb da referiert und haben auch einen ganzen Ordner mit Unterlagen, Patenten und Aussagen, alles Mögliche dagelassen, wobei also 5 von Greenpeace dabei waren. Und Resultat dieser ganzen Sache war, dass sie trotzdem nicht dran gingen ans Thema, mich aber diffamierten. Den Beitrag kann man sich im Internet auch anschauen. Stellten mich also dann im Greenpeace-Magazin als einen durchgeknallten Solartechniker dar, ohne zu erwähnen, dass ich 17 Jahre bei Greenpeace tätig war. Ja, und wollten mich also quasi ja so als nicht zugehörig betrachten lassen. Na, daraufhin habe ich dann interveniert und durfte dann gnädigerweise also einen Leserbrief schreiben, der dann aber auch noch verstümmelt wurde. Aber immerhin habe ich in dem Leserbrief dann eben schreiben können, ja, was soll das eigentlich? Ich habe schon im Schlauchboot bei Kronos Titan gesessen und auf dem Turm von Höchst und was weiß ich alles. Und das wird einfach, man wird behandelt wie ein Externer. Ja, also das war so der Anfang. So, dann habe ich mich die ganze Zeit nicht mehr drum gekümmert, was Greenpeace da so treibt, habe eben bloß registriert, sie machen also wieder was zu Kriegsgeschichten. Also sie haben das letzte Mal einen Artikel geschrieben 2003, wo sie sich gegen den Irakkrieg aussprachen und auch am Rande so ein bisschen gegen Uranmunition, und dann war Feierabend. Da kam gar nichts mehr. So, zu Herb sowieso nicht und zu Chemtrails schon gar nichts, ne, weil das halten sie ja nach wie vor für Blödsinn alles. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt eine Aktion, das hatte ich also schon länger vor, und irgendwann habe ich es halt dann auch gemacht, und zwar zusammen mit 20 Leuten von Sauberer Himmel, da können wir ja nachher vielleicht auch nochmal drauf eingehen, also einer Bürgerinitiative, die ja so seit über einem halben Jahr besteht und inzwischen an die 3000 eingetragene Mitglieder immerhin hat. Ne? Das ist ja auch schon eine Nummer, weil bei Greenpeace war es immer so, also die Ehrenamtlichen, die da mitarbeiteten, das lag auch so bei 3.000 bis 3.500. Wir haben immerhin jetzt schon mal leichte Größenordnung erreicht von wirklich Leuten, die immerhin ihren Namen da schon mal hergeben für diese Sache. Gut, also wir haben da vor Ort folgende Aktion gemacht. Die kann man sich auf meiner Seite chemtrail.de auch angucken, sowohl im Bild als auch in Ton, weil wir neuerdings eben einen YouTube-Channel aufgemacht haben, wo man also von meiner Seite aus sofort anklicken kann und hat da eine Menge Vorträge drauf, aber auch von der Aktion halt Clips, auch von der Diskussion, die da stattfand. Gut, also die Aktion ist soweit ganz gut abgelaufen. Auf dem Transparent stand also drauf, warum macht Greenpeace nichts gegen Uranmunition, Harp und Chemtrails. Darunter stand dann nochmal, Weather Wars are real, also Wetterkriege sind real. Und dann haben wir mein ganzes Wohnmobil beklebt mit also großen Plakaten. Und das Pfiffige an der Sache war auch noch, dass es original Greenpeace-Plakate waren. Die könnt ihr euch mal angucken, das ist vielleicht ganz ulkig für euch auch, die ich verfremdet habe. Und zwar in der gleichen Art oder ähnlicher Art, wie Greenpeace das macht, mit Industrieplakaten. Die nehmen also auch irgendwie Anzeigen von der Industrie her und verfremden das dann. Sodass im Grunde eine andere Aussage rauskam. Und ich habe unter anderem habe ich also ein paar Plakate, also das Witzigste ist vielleicht folgendes. Greenpeace hat ja jahrzehntelang fast von Anfang an immer damit geworben, Taten statt Warten. Das müsste eigentlich jeder wissen so, ne? Und dann habe ich dieses Originalplakat mit dem Schiffchen da drauf und so genommen und habe dann das einfach umgedreht. Warten statt Taten. Ne? Das ist also jetzt das neue Emblem von Greenpeace. Warten statt Taten. Und das habe ich eben bezogen auf diese drei Themen, die sie wirklich mit null bearbeiten. Überhaupt nicht. Insofern stimmt diese Aussage auch hundertprozentig. Des Weiteren habe ich dann also ein Atomplakat mit einem Fesselballon, den sie damals benutzt haben, ich glaube 89 war das, wo dann ganz groß drauf stand, wir fliegen für den Frieden über alle Grenzen. Dann habe ich das zweite Plakat, ich hatte zwei davon noch im Keller, daneben gepackt und gesagt,
wir tun heute also für den Frieden gar nichts, ne? Was ja auch stimmt, weil sie sich überhaupt nicht mehr aus dem Fenster hängen, weder gegen die laufenden Kriege, die immer noch unterschwellig da laufen im Irak und Afghanistan, noch über den Überfall zu Gaddafi ist überhaupt nichts gekommen von Greenpeace. Gut, man kann da ja vielleicht nochmal Stück für Stück auf die Einzelthemen eingehen. Gut, also die Leute können sich das angucken, ich will jetzt auch nicht alles zitieren, was wir da drauf hatten. Jedenfalls, Aktion war insofern also überraschend auch für Greenpeace. Einer der Mitarbeiter kam raus, umarmte mich gleich und sagte, Mensch, geile Aktion, die du da machst, Werner. Ja, fand ich schon mal irgendwie ganz doll, weil ich weiß auch, dass aus dem Hause Greenpeace einige Leute sitzen, die sehr unzufrieden sind damit, dass sie an bestimmte Themen nicht ran dürfen, obwohl sie es wollen. Ja, kann ich jetzt natürlich jetzt nicht sagen, welche Themen, weil dann wissen die gleich, wen ich meine. Und ich möchte den Leuten auch keinen Ärger machen. Aber das ist Fakt. Insofern war das durchaus, denke ich, von einigen Mitarbeitern recht positiv aufgenommen worden, die das da mitgekriegt haben. Gut, die haben uns dann, wir fingen also auf der Straße dann an, ein bisschen zu diskutieren, aber das war eben wegen dem Verkehr da dermaßen laut. Das ging also kaum. Gut, die haben uns dann jedenfalls raufgebeten, alle 21 Leute. Und wir haben dann also eine fast zweistündige Diskussion geführt, wovon wir die erste Viertelstunde auch ins Netz gesetzt haben. Und zwar nur deswegen die erste Viertelstunde, weil wir vereinbart haben mit Greenpeace, dass die freie Diskussion, die da stattfindet, eben nicht aufgezeichnet wird, weil der Carsten Smeed, also der Leiter der Klima- und Energiekampagne, hat Folgendes gesagt, also wenn ihr die Kameras jetzt weiterlaufen lasst, dann macht das bitte schön, aber dann werden wir nur offizielle Statements abgeben. Wenn wir aber eine freie Diskussion haben wollen, dann bitte Kameras aus. Dann haben wir gesagt, gut, alles klar, Statements nützen uns nichts, die können wir überall nachlesen, machen wir die Kamera halt aus. Ne? So. Und die ganze Chose lief also dann so, dass also unsere Mitglieder natürlich fleißig fragten, wie und was und wo, auch darauf geantwortet wurde. Und wie gesagt, den ersten Teil kann man sich auch so angucken. Das Entscheidende war dabei, dass ich nochmal konkret nachgefragt habe, arbeitet auch in irgendwie kleinster Form irgendjemand an Uranmunition, an Hab und an Chemtrails? Bei allen drei Themen wurde es verneint. Also es ist Fakt und bestätigt jetzt, dass Greenpeace da überhaupt nichts zu tut. Ja, das, das ist doch eine große Enttäuschung, nicht? Also auch für dich persönlich, wo du ja so viele Jahre auch für die oder mit denen zusammengearbeitet hast, oder? Ja gut, für mich war es jetzt keine Enttäuschung mehr, weil das wusste ich ja, dass sie nichts machen. Deswegen habe ich ja auch diese drei Themen aufs Plakat geschrieben. Ich wollte es nur nochmal eben aus dem eigenen Munde da bestätigt haben und das haben wir halt jetzt. Dann haben wir halt nachgebohrt und dann kam also die Aussage von Carsten Smeed, also nachdem er sich natürlich von einigen Sachen distanziert hat und das also nach wie vor angeführt wurde, also von ihnen, dass Greenpeace die Meinung sich eben bildet durch Forscher, durch anerkannte Forscher und so weiter. Und wir fragten dann eben nach, wer das denn wäre. Da wurde dann der IPCC benannt. Also kurz gesagt, sie verlassen sich auf Aussagen vom Intergovernmental Panel on Climate Change, wie der Name Intergovernmental schon sagt. Es ist eine Regierungsveranstaltung, die da stattfindet. Und das war früher eben nicht der Fall. Greenpeace hat immer selbstgemessen getan und nicht gleich blind vertraut. Des Weiteren vertrauen sie blind aufs Umweltbundesamt, auf die Sprüche, die da seit Jahren kamen. Nach ihrer Kenntnis ist da nichts und so weiter. Also das war auch nochmal interessant, nochmal bestätigt zu kriegen, dass sie sich also nur darauf verlassen. Daraufhin habe ich dann nachgebohrt und gesagt, ja, wie ist es denn jetzt, wenn wir euch, also jetzt A-Material haben wir ja gleich dagelassen mit der Presseerklärung zusammen. Übrigens für die Leute, die zuhören, wäre es vielleicht ganz interessant, mal die Seite anzuklicken bei mir, eben die Presseerklärung und die Anhänge vor allen Dingen sich durchzulesen, weil die sagen sehr viel aus schon, auch beweiskräftiges. Und gut, er sagte dann, ja, also er wäre gerne bereit, darauf einzugehen. Ich lese das mal vor, was er also wirklich gesagt hat. Wir sind gerne bereit, dass das, was ihr für uns vorbereitet habt, in die Hand zu nehmen und das auch nochmal fachlich prüfen zu lassen und zu gucken, ob Experten bei neuen Untersuchungen was Neues rausfinden. Da sind wir dann auch im Austausch mit euch. Also wir wollen im Austausch mit euch bleiben. Das kann ich euch versichern. So, gut, fand ich gut, habe ich auch gelobt, gesagt, wunderbar. Ich habe dann im Nachklapp noch etliche Sachen hingeschickt zur Uranmunition, also zwei Studien, dann von der Belfort Group zu Chemtrails Hab was rübergeschickt, so eine allgemeine Chose noch rübergeschickt, so für Unbeleckte, sag ich mal, zur Einführung. Und habe auch dabei geschrieben, also da ich keine Sekretärin habe, dauert es ein bisschen, es kommt noch Material nach. Es dauerte dann gar nicht furchtbar lange, ich glaube eine Woche oder anderthalb, dann bekam ich also schon ein abschließendes Schreiben, was ich erst nochmal gar nicht so erkannte, weil das Komische war, es bestand aus sogenannten Sprachblöcken, ja. Und ich habe ja nun ein bisschen gesammelt, was andere Leute schon an Antworten bekommen haben, und habe dann
Carsten Smith darauf angesprochen, wie es denn angehen kann, dass sie also uns Sprachblöcke jetzt als Antwort präsentieren, obwohl sie zugesagt haben, dass sie sich mit dem mit der Thematik oder den Thematiken beschäftigen, die schon vorher entstanden, bevor wir die überhaupt besucht haben. Also konkret der gleiche Text, einfach ins Internet oder beziehungsweise auf ihre Sammlung gegangen, Blöckchen hinter Blöckchen gepackt, ein paar Sätze ergänzt und fertig war das Ding. Damit war jetzt für Carsten Smith und Greenpeace das Thema erledigt. Ja, ich habe es noch versäumt zu sagen, ich habe also davor noch, also vor jetzt diesen abschließenden Brief, der uns dann an alle Leute ging, die auch da protestiert haben oder aufgefordert haben, dass sie gesagt haben, Greenpeace, nun geht doch endlich ran an die Thematiken, haben gleichlautendes Schreiben bekommen. Ich setze das auch demnächst ins Netz und werde auch noch einen Kommentar dazu abgeben, einen schriftlichen. Zuvor hatte ich nochmal angerufen, nach circa 5 Tagen nach unserem Besuch, und hatte mal gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Hast du dir denn die Sachen schon mal angeguckt? Ich hatte ihm nämlich auch den Film, der auf NTV gelaufen ist, von History Channel, Wetterkriege, ja, mitgegeben. Gut, den hatte er sich dann schon angeguckt. Er hatte aber noch nicht sich die Anhänge angeguckt von der Presseerklärung. Und das fand ich dann schon irgendwie ein heißes Ding, nach 5 Tagen noch nicht mal das angeguckt zu haben. Daraufhin sagte ich dann, ja gut, ich meine, ich sehe ja nicht eine große Aktivität von eurer Seite, dass ihr da überhaupt rangeht, wenn ihr das noch nicht mal durchliest. Ja, ja, und dann fing er fast an zu stottern. Also es ging dann richtig so und so. Ne? Ich überlege mir noch, ob ich das eventuell mal original reinsetze ins Netz. Ich habe es nämlich mitgeschnitten. Und wusste dann gar nicht so richtig, wie er das rechtfertigen sollte, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Ja, also der Mann ist wahrscheinlich ja in einer dummen Lage, weil er eben eigentlich nichts verkünden darf. Ne? Und vielleicht hat er auch schon Ärger gekriegt, weil er das, was er uns zugesagt hat, eben zugesagt hat. Ne? Das ist also ein bisschen peinlich. Also das ist jetzt so in groben Zügen, was da gelaufen ist. Obwohl für uns der Fall noch nicht erledigt ist. Wir werden also da noch weiter drauf rumhacken, natürlich auf den Themen. Weil das Peinlichste für Greenpeace ist, dass sie zu Uran eben überhaupt nichts machen, ja, zu Krieg nichts machen. Und ich habe in der Presseerklärung dann ja auch vorgeschlagen, dass man das Peace bei Greenpeace doch bitteschön streichen sollte und nur noch den Laden Green nennen sollte. Weil da eben überhaupt nichts mehr in Richtung Frieden, Kriegskritik und eben gerade Uranmunition auch passiert. Ich weiß nicht, soll ich das ein bisschen erläutern, worum es bei Uranmunition überhaupt geht oder... Ja, das können wir gleich auch machen. Ich wollte hier auch nur noch mal zwischendurch unseren Zuhörern mitteilen, dass sie uns natürlich auch noch Infos, Kommentare und Fragen auch an dich zusenden können unter radio@wakenews.net und da kommen natürlich auch laufend welche hinein. Also das ist wichtig, dass wir das hier auch noch mal sagen. Und wie gesagt, du kannst hier, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sagen es ist, wie es ist und natürlich stellt sich auch für mich die Frage, warum handeln Greenpeace so? Ja, das ist natürlich eine Frage, die dahinter steht. Ich weiß nicht, ob du und inwieweit du das opportun hältst, darüber deine Ansichten mitzuteilen. Tja, natürlich. Also ich habe ja sowieso kein Blatt vom Mund. Wer meine Beiträge kennt, müsste das auch gemerkt haben. Und ich bin auch absolut von keinem abhängig. Das ist auch das Gute dabei. Insofern war das ja auch, muss ich mich richtig bedanken, dass sie mich rausgeschmissen haben damals. Mit der Begründung, die Begründung war übrigens, dass ich also meine Meinung offenkundig ja, auch den Greenpeacern mittels eines Vortrages mitgeteilt habe, was ich vom 11.9. halte, nämlich, dass da jede Menge Dinge nicht stimmen. Das wurde mir in einem Kündigungsschreiben dann vorgehalten. Und des Weiteren wurde mir eben vorgehalten, dass meine privaten Themen, mit denen sie eben Harp und Chemtris meinten, nicht den Zielen von Greenpeace entsprechen. Ja, also das nur so nebenbei. So, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Nee, die Frage, die steht immer noch hinten dir, hinter dir, über uns. Die Frage heißt, warum handelt Greenpeace wohl so? Weil das ist natürlich, irgendwie hat man ja das, fühlt man das, dass die genau wie die Medien irgendwie kontrolliert werden, zensiert werden oder dass das irgendwie, wie siehst du das? Ja, also nach meiner Einschätzung ist es so, zuerst mal, man darf den Greenpeace-Mitarbeitern nicht bösen Willen unterstellen. Also sehr viele, gerade auch Ehrenamtliche, wie gesagt, diese über 3000 Leute, ich weiß nicht, wie viele das heutzutage sind, die da mitarbeiten, sind bestimmt motiviert, wollen was für die Umwelt tun und so weiter. Das Dumme ist eben bloß, dass bestimmte Themen, die eben dann quasi Tabuthemen sind, die Leute gar nicht berühren, insofern merken sie gar nicht, was da passiert. Und ich will jetzt auch nicht direkt von einer Steuerung von Greenpeace sprechen, aber es ist zumindest nach meiner Einschätzung so, dass es eben diese Tabuthemen gibt. Ja, also man darf sich tummeln auf allen möglichen Spielplätzen, sag ich mal.
teilweise auch sogar Plätzen, die, denke ich, den Leuten unangenehm sind, weil Greenpeace hat einiges erreicht gegen Gentechnik und so. Aber wenn es ins Militärische und Kriegstechnische geht, dann ist da anscheinend absolut Feierabend. Ja? Und da all diese drei angesprochenen Themen, über die wir heute reden, ja genau da reinfassen, bleibt für mich persönlich nur das Resümee über, also das ist ja international so, dass das nicht behandelt wird, das ist das eine. Warum es in der BRD, in der sogenannten hier, nicht behandelt wird, liegt wohl daran, dass wir einen besonderen Rechtsstatus haben in der Bundesrepublik, der eben nicht Souveränität heißt, was übrigens auch Lafontaine bestätigt hat. Ja, der hat also wörtlich mal gesagt in etwa, wir sind der Flugzeugträger der USA, also wenn sie ihre Kriege machen und so weiter. Und das hat er im Parlament sogar gesagt. Und wenn wir jetzt hier darüber diskutieren, ob denn dies oder das darf, dann ist es eine Diskussion und Debatte, die im Wolkenkuckucksheim stattfindet. Das heißt ja zu klar Deutsch, es ist vollkommen wurscht, was wir hier sagen. Zu sagen haben wir ja sowieso nichts. Ja, diese Dinge hat ja auch der ehemalige militärische Abschirmdienstchef Komossa in einem Buch sogar dargelegt, dass es eben so ist, dass wir noch keine Souveränität haben, dass der Kanzler jedes Mal in die USA erst fliegen muss und die Kanzlerakte neu zu unterschreiben hat. Ich habe auch mal ein Flugblatt entwickelt, das setze ich vielleicht demnächst auch nochmal ins Netz. Und außerdem hat Egon Bahr gesagt, wie damals Willy Brandt dran war, hat er berichtet, weil Willy Brandt war ganz entrüstet, dass er auch diese Dinge, diese drei Schreiben unterschreiben sollte von den Alliierten, eben die Unterwerfung im Prinzip, dass eben wir zu Spuren haben, wollte er erst nicht unterschreiben. Ihm wurde dann aber klar gemacht, dass es bisher alle Kanzler unterschrieben haben. Und er dann auch, schreibt Egon Bahr in einem seiner Bücher. Also ich habe diese ganzen Unterlagen. Also ja. Das nur noch mal so nebenbei, dass die Leute, die noch denken, wir haben hier die Superdemokratie und sind souverän, das sieht anders aus. Und Leute, recherchiert mal im Netz, da findet ihr eine Menge zu dem Zeug. Ja. Also das ist mit ein Grund. Und bei Greenpeace, um jetzt direkt nochmal auf Greenpeace einzugehen, ist es so, gab es ja zum Beispiel mal eine ganz wunderbare Kampagne, die nannte sich Nuclear Free Seas, also nuklearfreie Meere, wo wir auch richtig scharfe Maßnahmen unternommen haben, also Blockaden von Kriegsschiffen, wenn die irgendwo anlandeten oder hier vor Wilhelmshaven lagen mit ihren Flugzeugträgern und dann diese schönen Publicity-Shows machten, wo man dann auf an Bord kommen konnte und das alles bewundern konnte, diese ganze Tötungstechnik, dann haben wir da vorher zum Beispiel mal die ganze Stadt plakatiert, ne? Mit unseren Anti-Aufklärungen, sag ich mal, ja, zu diesen Dingen. Das ist ja das, was man auch eigentlich ja. davon von solchen Organisationen erwartet, oder? Ja, genau. Und das fand ich auch klasse und da war ich auch dabei damals und das ist aber lange, lange her. Und ich habe ja den Niedergang so langsam stückweise mitgekriegt, dass eben bestimmte Kampagnen eingestellt wurden. Es gab zum Beispiel mal auch eine andere Kampagne, die geht jetzt zwar nicht ins Kriegstechnische, aber wie die anfingen, hier Müllverbrennungsanlagen uns präsentieren zu wollen in Niedersachsen, mussten wir quasi dann privat dagegen angehen, weil da Greenpeace auch nichts gemacht hatte. Und mittendrin in dieser Entwicklung wurde dann die Müllkampagne auch noch eingestellt. Ja. Also das waren auch so Dinge, die etliche Greenpeace-Mitarbeiter da damals auch, die gerade die Ehrenamtlichen dermaßen erzürnt haben, dass damals in Bremen zum Beispiel, ist, glaube ich, 3/4 der Gruppe ist nach Hause gegangen und gesagt, jetzt machen wir gar nichts mehr. Ja. Also da sind schon einige Sachen gelaufen. Ich habe das jetzt lange nicht erzählt, das sind ja auch in gewisser Weise Internas. Bloß ich sag mal, wenn wir jetzt langsam angefangen werden, so zu verschaukeln, also wie bei der letzten Maßnahme, wo erst eine Zusage kommt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und man dann so verarscht wird, sage ich mal zu Deutsch, ja, dann muss man sich vielleicht auch nicht mehr ewig an Solidarität halten. So, Werner, ja. Irgendwie reißt so ein bisschen für mich zumindest hier die Verbindung ab. Ich würde jetzt gerade mal eben einen Song reinspielen und dann versuchen, uns nochmal zu verbinden, okay? Also bleibt alle dran. Ich bin gleich wieder zurück mit dem Werner. Wir bauen eine bessere Verbindung auf. Also bleibt bitte dran. UWMS Radio and the International Community Radio Network is a joint partnership in Internet Community Radio, working to give each country a voice on a united global platform. Wolken, Trist und Grau.
werfen kalte Schatten auf eine heiße Welt. Wolken, Blitz und Donner, das Wetter spielt verrückt. Wer ist der neue Petrus? Gibt es noch ein Zurück? Früher war der Himmel richtig blau. Heute ziehen Wolken trist und grau. Weiße Streifen stehen am Himmel schwer. Wolken muss es Wetter lange her. Ja, super, hier ist der Detlef wieder vom Wake News Radio in United We Strike Radio Marathon. Wir machten gerade eine kleine Pause, weil wir eine schlechte Verbindung hatten und wir wollten ja unbedingt, dass auch alles mit durchkommt. Und bevor wir jetzt den Werner wieder reinbeten, kurz zwei Meldungen hier. Hallo Detlef, super, dass du den Werner Altnickel deiner Sendung hast. Super, freue mich drauf. Hallo Detlef, wir freuen uns auf die Sendung am Wochenende mit Werner Altnickel, der ja leider, finden wir in der Sendung bei Kerner, fast im Schwachsinn des Übrigen untergehen. Gutes Gelingen und schönen Gruß, Rosi und Ulrich. Ich könnte noch mehr davon vorlesen, Werner, aber das muss ja nicht sein. Wir kommen nachher auf Sachthemen auch natürlich. Aber ich denke, es ist ein guter Einstieg für dich. Mhm. Wir hatten jetzt in dem ersten Teil bereits über deine Erfahrung auch mit Greenpeace gehört. Und das wäre klasse, wenn du da vielleicht wieder ansetzt. Wir hatten die letzte Frage gestellt an dich, was wohl der Hintergrund sein mag für das Verhalten von Greenpeace. Und da hast du schon angefangen, das ein bisschen zu kommentieren. Ja, es geht ja nicht nur Greenpeace so, dass wir eine ziemliche Pressezensur haben. Denn die entsprechenden... Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin gut da. Ja, ja. Naja, das reißt zwischendurch ab. Naja. Bei dir? Also ich höre dich jetzt gerade gut und auf dem Stream bist du auch gut, aber wir können uns nochmal wieder neu verbinden. Wir wissen ja, wir haben so ein paar Freunde hier, die mal gerne mithören und auch mal gerne die Sendung ein bisschen stören. Ja, soll ich weitermachen oder wolltest du mal verbinden? Nee, ja, mach es mal weiter, wenn es gar nicht mehr geht, zieh mir kurze Info, dann machen wir es nochmal. Okay, also um nochmal auf die Thematik zu kommen, die wir da aufs Transparent geschrieben haben. Und zwar, ich habe es ja zusammen mit den Leuten von Sauberer Himmel gemacht, also sauberer-himmel.de, die ja also vor etlichen Monaten entstanden ist, zusammen mit Dominik Storr, also einem Rechtsanwalt, der erfreulicherweise aus dieser Branche der Einzige wohl ist, der sich um solche Thematiken kümmert. Und die drei Themen passen eben auch insofern dazu, weil wir wollen den sauberen Himmel in jeglicher Richtung, und zwar wollen wir auch keine Uranstäube in der Luft haben. Den meisten Leuten dürfte gar nicht bekannt sein, worum es überhaupt geht. Die USA und die NATO führen seit 1995 Kriege mit sogenannter Uranmunition. Und zwar, das Zeug besteht also aus dem schweren Metall Uran-238 als Spitze von sogenannten, also panzerbrechenden Waffen,
aber nicht nur als Munition in Granatenform, sondern auch eben als Bomben, die bis zu 1000 Kilo fast dann als sogenannte Bunkerbuster benannt werden. Das klingt natürlich relativ harmlos. Die Leute denken, naja, das geht nur gegen Bunker. Naja, man schmeißt diese Dinge aber auch mitten in die Städte hinein. Und zwar nicht nur gegen militärische Bunker, sondern man hat sie auch auf zivile Bunker schon geschmissen. Ja, das kann man also im Irak so Kilowatt besichtigen, einen dieser Bunker, wo dann also eine Menge Leute dann innerlich verrecken. Das Schlimme an diesem Material ist, dass beim Auftreffen, also als Panzergeschoss zum Beispiel, wirkt es so, dass es aufgrund seiner gewaltigen eines gewaltigen Gewichtes quasi durchgeht wie durch Butter, ja, durch den Stahl, und dabei sich aber entzündet, feinste Stäube freisetzt, also Uranstäube, im Nanomaßstab. Und dieses Zeug hat dann die Eigenschaft, wenn es also dann drin im Panzer ankommt, dann nochmal also quasi zu explodieren und dann also auch den Innenraum natürlich in die Luft zu jagen. So weit, so gut oder so schlecht. Bis zu 50, teilweise 70% dieses Materials werden dann aber freigesetzt als Staub. Und dieser Staub ist ja nicht weg. Das heißt, der schwebt erstmal da in der Gegend rum. Und es gibt eine britische Studie von 2006, die bewiesen hat, dass der Staub auch ankommt über England. Ja, also natürlich nicht so viel, aber es kommt was davon an. Und die Radioaktivitätsmesswerte während der großen Schlachten, die da abgelaufen sind im Irak damals, waren also nach der Zeitverzögerung von ein paar Tagen, wie lange eben der Wind braucht, bis er dann ankommt in England, stiegen die Messwerte ums Fünffache teilweise an. Ja? Also es ist nachgewiesen, das Zeug erreicht die ganze Welt im Prinzip und wir kriegen da von dem Spaß auch was ab. Wenn man das jetzt inkorporiert, also entweder einatmet oder aufnimmt durch die Nahrung oder es durchdiffundiert durch die Haut, weil diese Partikelchen sind so klein, dass wir gar keine Barriere haben dafür, also durch die Schleimhäute kann es aufgenommen werden und so weiter, dann wandert dieser teuflische Staub durch alle Zellen bis in die Spermien sogar hinein, sodass also auch amerikanische und andere NATO-Soldaten schon also missgebildete Kinder schlimmster Art zur Welt gebracht haben. So, und es gibt also sogar Bundeswehrsoldaten, wo der schon ein Kind also ohne Augen also quasi gezeugt hat. So, das jetzt nur mal so am Rande. Ich will jetzt das auch gar nicht auswalzen. Es ist ein Menschheitsverbrechen größter Art, weil diese Uranstäube haben eine Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren. Das heißt, der Krieg ist nicht vorbei, wenn er vorbei ist, sondern das Zeug wirkt nach. Es ist im Prinzip ein Genozid auf Raten. Und das ist überhaupt nicht bekannt. Die wenigsten Leute wissen davon. Es gab in der deutschen Presse also nur recht wenig. Der WDR hat mal eine Kurzfassung gebracht, also von Frieder Wagners Film. Den Mann muss ich immer ausdrücklich loben und man kann im Netz da auch einiges finden. Wenn man also tödlicher Staub mal eingibt von Frieder Wagner, dann sieht man, um was es geht. Ein Tipp auch noch dabei, wer also sich wirklich da mal die Bilder ansehen will von den missgebildeten Kindern. Ich habe also auf meiner Seite einen Beitrag eingestellt, der auf Magazin 2000 Anfang dieses Jahres erschien, und zwar einen 10-seitigen Beitrag allgemein über die ganze Atomfrage. Und da habe ich auch das Thema Uranmunition mit abgehandelt und habe da, ich glaube, 6 oder 8 Fotos von missgebildeten Kindern reingepackt. Es ist einfach irre. Und ja, das ist ein Tabuthema, ja, worum man sich kümmern müsste. Und es ist so, dass der Frieder Wagner, seitdem er diesen Film gemacht hat, obwohl er dafür den Adolf-Grimme-Preis bekommen hat in Gold, ja, keine Beschäftigung mehr findet. Ja? So schlägt dann das Fernsehen zu. Der hat also eine Menge gute Beiträge gemacht, ist auch ein bekannter Mann, aber einmal so ein heißes Thema angefasst, Feierabend. Ja? So, jetzt der andere Gag. Ich hatte Frieder Wagner gebeten, dass er Greenpeace doch auch anschreiben möchte. Und er hat Greenpeace dann also auch ein Päckchen sogar geschickt mit einem Buch da drin, mit einer DVD da drin und mit einer Studie sogar noch dabei. Ich rufe dann Carsten Smith an vor ein paar Tagen und sagt, ja, hast du ja von Frieder Wagner die Thematik mal angesehen? Er wusste gar nichts von dem Paket. Also finde ich seltsam. Normalerweise so unzuverlässig ist unsere Post noch nicht, ja, dass das da nicht ankommt. Auf jeden Fall, wer weiß, in welcher Ecke da das Paketchen schlummert, fand ich auch schon mal wieder sehr interessant. Ja, ja, das gibt ja auch, ich glaube, du hast auch mal davon berichtet, von der Lauren Moret, genau. Ja, sehr viel Dokumentation darüber, die beschäftigt sich auch damit, ne? Mhm. Genau, da findet man auch hervorragende, also 10 Interviews von ihr sogar im Netz, leider alle in Englisch. Wir werden mal gucken, ob wir das Hauptinterview von ihr mal übersetzen mit Untertiteln und so. Aber das macht ja immer jede Menge zeitaufwendige Arbeit. Aber das werden wir wohl nochmal machen. Die sich ja ganz klar äußert. Und diese Frau ist nicht irgendwer, sondern sie hat gearbeitet in 2 amerikanischen Militärwaffenlabors in Oak Ridge, soviel ich weiß.
und ist dann zum Whistleblower geworden, also zum Verpetzer dieser Dinge. Und turnt also seitdem durch die Gegend, war schon 2004, meine ich, in Japan, hat er also gewarnt davor, vor diesen Standorten. Und ist sehr, sehr aktiv, also in Sachen also Atom allgemein, aber auch Uranmunition, hat also auch ein gutes Papier geschrieben. Dieses Papier habe ich also auch Greenpeace zur Verfügung gestellt. Kein Ton davon, in welcher Form sie sich damit beschäftigt haben. Ich vermute mal, es liegt in der Ecke und es wird noch nicht mal gelesen. Ja. Weil sonst hätte man ja irgendwie mal einen Ton dazu bei der Antwort, die ich hier gekriegt habe, zum Besten geben müssen. Ne? Ja, also das ist schon. Kriegt man die ran? Also, dass die den Job verlieren da, wenn sie das tun? Oder dass sie nie wieder einen Job kriegen? Oder dass sie irgendwie werden die erpresst? Oder was meinst du? Ich meine, das ist natürlich Spekulation, weil es nicht vielleicht 100% heißt, aber. Also, wie läuft das ab? Du sagst ja auch, du bist von jemandem abhängig. Dich kann man höchstens bedrohen oder so. Was vielleicht hoffentlich noch nicht erfolgt ist. Aber wie kann man solche Leute, die für so eine Greenpeace-Organisation arbeiten, die ja was für die Menschheit Gutes tun soll. Wie kann man solche Leute erpressen? Also ich kann höchstens mal aus der Vergangenheit sagen, wie teilweise Druck ausgeübt wird. Zu Zeiten von Schröders, wie er noch hier in Niedersachsen Ministerpräsident war, kam mal so eine Art Drohung, dass man Greenpeace gesagt hat, naja, also wir könnten ja mal untersuchen lassen, ob die Spendenabzugsfähigkeit, also die Gemeinnützigkeit noch gegeben wäre. Ja? Also da winkt man dann quasi mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit, was natürlich so einen Verein dann ganz schön schädigt, weil dann die Leute, die jetzt mal ein paar mehr Merker da vielleicht spenden wollen und eine Spendenquittung haben wollen, eben keine mehr kriegen. Ne? Und das sind so Sachen, wo man so durch die Blume schon mal so ein bisschen wedeln kann. Was jetzt da an internen Gesprächen stattfindet, was ich mir gut vorstellen kann, dass das stattfindet, das weiß ich natürlich nicht. Also ich will da jetzt auch nicht groß spekulieren. Ich sehe ja nur, was eben nicht passiert. Und ich meine, wenn ich jetzt sehe, dass ich seit 2004 hinter diesem Thema herrenne, damals schon recht gut Bescheid wusste, das heißt, sie hatten ja Sachverstand im Haus, ja, diesen aber ja nicht haben wollten, ja, sondern sogar so weit gingen, dass sie einen rausschmeißen. Das ist ja sowieso irgendwie alles sehr seltsam. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen hier dieses seltsame Schreiben, also es ist nicht sehr lang. Also oben schreiben sie so Plattitüden wie Greenpeace ist gegen jeden Krieg, denn Krieg ist kein Mittel zur Lösung von Konflikten. Krieg und Gewalt widersprechen elementar dem Selbstverständnis von Greenpeace als einer Organisation, die sich dem Verzicht auf Gewalt verpflichtet hat. Also das sind Allgemeinplätze. Dann muss man sie doch beim Bord nehmen und sagen, ja, dann macht doch mal eine fetzige Aktion oder dann macht doch mal überhaupt irgendwas und fordert eure Leute zum Beispiel auch im Greenpeace-Magazin mal auch, dass sie protestieren sollen gegen diese menschenverachtenden Kriege, die da stattfinden aus Rohstoff- und geopolitischen Gründen. Das tun sie eben nicht. Also so einen Allgemeinplatz, einen hier vor die Nase zu knallen, also bin ich eigentlich ja nur von der Politik gewohnt, das ist halt Armutszeugnis. Dann geht es weiter zu Uranmunition. Jeder Krieg ist auch immer eine ökologische Katastrophe. Außerdem birgt jedes Umweltproblem die Gefahr internationaler Konflikte bis hin zum Krieg. Viele Kriege haben weitreiche ökologische Probleme verursacht. Insgesamt haben die weltweiten Umweltprobleme zugenommen. Das sind alles nur Feststellungen, ja. Greenpeace will sich diesen Herausforderungen stellen. Ja, ich frage mich bloß, durch was stellen sie sich? Sie machen nichts. Gut, ich lasse mich überraschen. Leute, beobachten mal allesamt, was sie in der Zukunft jetzt tun. Und wenn sie nichts tun, dann schreibt dahin, dann mailt dahin, dann schickt Faxe hin und sagt, das ist eine Sauerei. Ihr seid dafür da, die Sachen zu brandmarken. Ihr seid eine internationale Organisation. Welche Organisation soll es denn sonst machen? Dann geht es weiter. Kontinuierlich erweitern wir unser Expertenwissen und bauen unseren Erfahrungsschatz aus. Ja, wunderbar. Sie hatten ihn im Hause, den Erfahrungsschatz. Sie haben ihn auch noch im Hause. Sie haben Leute, die Ahnung haben von Uranmunition. Aber es passiert nichts. Projekte werden gestartet, andere beendet oder aufgrund begrenzter Mittel durch neue ersetzt. Da kann ich ja nur lachen. Mir wurde also bei dem Gespräch, wo wir also dann diskutiert haben, wurde uns gesagt, ja, wenn also wir noch mehr Spenden reinbekommen, dann könnten wir natürlich auch noch mehr tun. Ja, Moment mal. Ich hatte also jetzt nach der Auseinandersetzung gegen die Radiomeldung durch den Äther, dass Greenpeace erst wieder die Rainbow Warrior 3 in Dienst gestellt hat. Das ist ja wunderschön. Für 23 Millionen. Also das Geld war ja anscheinend da. Ja, ich meine, früher hat man also billige Schiffchen wieder fertig gemacht. Ich weiß nicht, wie das in dieser Form passierte, aber wenn ich 23 Millionen für neue Schiffchen ausgeben kann, müssten ja auch ein paar Mark dazu da sein, Mitarbeiter zu beschäftigen, wenn jetzt die menschlichen Ressourcen nicht da sind. Das ist für mich alles nicht überzeugend, wenn das so geht. Ne? Und zu HAB, uns ist das HAB-Projekt bekannt und auch die vielfältigen diskutierten Ziele, Folgen und Auswirkungen.
Die Angaben über technische Details und mögliche Ziele und Folgen des Projektes sind sehr unterschiedlich. Für eine Bewertung der verschiedenen Informationen und Behauptungen sind ein genaueres Verständnis der physikalischen, atmosphärischen und medizinischen Zusammenhänge und ein sehr fundiertes Fachwissen auf diesem Gebiet sowie mehr Informationen aus zuverlässiger Quelle nötig. Es ist sicherlich notwendig, dieses Projekt weiterhin im Blick zu behalten und zu verfolgen. Ja, was heißt das jetzt? Sie gucken sich das aus der Entfernung an, aber machen auch da nichts? Oder was soll dieses Wischiwaschi-Gerede? Dann kommt der Tipp. Im Internet können Sie vielfältige weitere Informationen zu diesem Projekt finden, zum Beispiel auf den folgenden Internetseiten. HAB-Alaska-EDU. Das ist die offizielle Seite der Betreiber. Ja, die werden uns ganz bestimmt erzählen, was sie da machen an schwarzen Maßnahmen. Ne? Und darunter ist dann alaska-info.de, in Klammern kritische Seite zum Projekt. Wenn man die anklickt, dann kommt man da nicht weiter. Die existiert anscheinend gar nicht mehr. Es ist ein Witz ohne Ende. Zu den genannten Chemtrails, da bin ich hier mit durch, weil ich würde das sonst so langweilig, wenn ich das jetzt hier zum Besten gebe. Greenpeace führt seine Kampagnen grundsätzlich auf Basis von nachprüfbaren, belegbaren Fakten. Mutmaßungen oder spekulative Theorien allein reichen nicht aus. Für eine qualifizierte Bewertung ist eine Unterscheidung zwischen Fakten und Fiktionen eine notwendige Voraussetzung. Gut. Greenpeace teilt damit die Auffassung des Umweltbundesamtes vom März 2011, wonach für das Ausbringen von Partikeln in die Atmosphäre jegliche wissenschaftliche Anhaltspunkte fehlen. Dann kommt der Tipp zum UBA. Also man verweist aufs UBA und man verweist auf alle möglichen, da man selber anscheinend ja kein Wissen hat oder will es nicht preisgeben. Man macht einfach nichts. Also es ist ein bisschen traurig. Insofern muss sich jeder, der jetzt zuhört, mal ein Bild machen, was mit dem Verein los ist inzwischen. Zumindest ja, in diesen drei Themen. Ne? Absolut. Und ich wurde jetzt vor kurzem auch mal angesprochen von solchen Spendensammlern von Greenpeace. Und dann habe ich die zur Rede gestellt. Aber die haben alle selber keine Ahnung. Ja. Das sind alles nur so Hilfsarbeiter, die keine Informationen haben. Das ist natürlich sehr, sehr erstaunlich und sehr traurig eigentlich. Denn wenn ich jetzt verantwortlich wäre, du würdest es vielleicht auch so machen, dann würde ich sagen, hey Leute, die bedrängen mich, die wollen mir nicht, dass ich hier meinen Mund aufmache, helft mir hier an die Öffentlichkeit gehen. Das ist doch das, womit Greenpeace überhaupt gewachsen ist. Ne? Ist an die Öffentlichkeit gegangen, hat Probleme angeprangert, oder? Ja, so ist es. Ja, das Image steht noch da, also bei der Masse. Und ich denke, man wird auch bei Greenpeace vielleicht erst dann zaghaft an die Themen rangehen, wenn das Image angekratzt wird. Leider ist es so. Ich habe jetzt keine Konfrontation gesucht. Ich habe die ganze Aktion eigentlich gemacht als Aufweckaktion. Deswegen haben wir ja da drauf geschrieben auf unser Transparent A Call for Action. Das heißt, wir wecken euch auf, Leute, kommt in die Socken. Als im Prinzip Verbündete, nicht als Konfrontation. Will ich eigentlich gar nicht haben. Aber ich meine, so geht's nun nicht mit der Verkackeierei. Ne? Und das Mindeste, was man jetzt verlangen kann, ich meine, nun haben wir ja, können wir ja nachher noch drüber reden, das Projekt Chemtrails und auch HAB und diese ganzen Sachen werden jetzt ja neuerdings mit dem neudeutschen Begriff Geoengineering verkauft. Das heißt, man bringt uns ja über Bublatt und über den Spiegel Online und über alles Mögliche jetzt im Prinzip den alten Wein in neuen Schläuchen da mit genau denselben Konzepten von 1992, die Edward Teller damals schon verbreitet hat und nennt es einfach Geoengineering. Auf der einen Seite sagt man ja nicht Chemtrails, ist alles Blödsinn, aber dann kommt man mit dem Vorschlag von Krutzen, der ja gesagt hat, also wir müssen also zigtausend bis Millionen Tonnen Schwefel ausbringen, ja, mit Flugzeugen und so weiter. Das ist ja genau das Ding, was nach unserer Meinung seit langem stattfindet. Und dann jetzt nochmal ein kurzer Satz hier bei Greenpeace, also was Sie jetzt sagen zu Geoengineering, weil auch dazu hatte ich ja gefragt. Da sind Sie generell dagegen. Ich frage mich bloß, was machen Sie dagegen? Sie können ja mindestens ein paar Artikel schreiben und sagen, ja, wir sind aus den und den Gründen so und so dagegen. Ich muss jetzt zur Ehrenrettung ein bisschen was sagen. Sie machen nur teilweise was dagegen, und zwar gegen die Meeresdüngung mit Eisenoxiden. Da machen Sie seit Jahren schon was dagegen. Und Sie sind auch gegen die Beerdigung von CO2 in unterirdischen Stollen, zwecks Verpressung und sowas. Ja, das machen Sie. Aber Sie gehen nicht ran an das, was wir eben für am gefährlichsten halten und was auch wohl am gefährlichsten ist, dieses großräumige Ausbringen von Metallen, allen möglichen Stäuben. Dann schreiben sie auch noch, und das fand ich auch ganz besonders geckig, da habe ich auch Carsten Smith darauf hingewiesen, wo sie sich jetzt also ihr Wissen dann herholen. Unsere Aussagen zum Klimawandel beruhen auf den Ergebnissen, weil auch dazu haben wir sie angesprochen, international renommierter Wissenschaftler. Eine wichtige Quelle waren uns auch die Berichte des International Panel of Climate Change. Gut, das fällt den meisten gar nicht auf. Die haben geschrieben, das International Panel on Climate Change.
Der heißt aber nicht International, der heißt Intergovernmental und das ist ein gewaltiger Unterschied. Weil International, das klingt so, naja, ist neutral. Nein, nein, ist er eben nicht. Intergovernmental, ne? Also noch nicht mal das wissen sie, wie der Verein heißt, ja. Also das fand ich schon ziemlich schwach. Ne? Ja, das ist auch irgendwie, das kann kein Fehler sein. Das ist nee, komm, hoppla, das ist ein Sand in die Augen streuen. Das ist in dem Neusprech hier von Orwell ist das ja gang und gäbe, oder? Höchst seltsam auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, sie haben sich in mehrfacher Hinsicht ziemlich blamiert und bloßgestellt. Und ich denke auch, dass sie da jetzt bestimmt überlegen, wie kommen sie da raus. Weil wenn es uns gelingt und wir haben ja also, da muss ich also unseren oder auch deinen Zuhörern mal sagen, schon eine Menge erreicht. Wir waren dreimal jetzt schon bei Kopf Nachrichten drauf mit unseren Anliegen. Dominik Stohr hat also ein längeres Interview gegeben, was man bei Kopf Online auch nachlesen kann, was so oft angeklickt wurde nach Aussage von Kopf Verlag, wie noch kein Beitrag davor. Ich habe jetzt gerade einen geschrieben, der müsste die nächsten Tage draufkommen, auch bei Kopf Online. Wir haben also mehrere Interviews gegeben, die man ja alle hier auf unserem YouTube-Channel sich angucken kann. Sehr erfolgreich übrigens. Ich habe also das erste Dreiviertel von meinem Vortrag, den ich in Bayern gehalten habe vor ein paar Monaten, der ist jetzt, glaube ich, schon 1100 Mal innerhalb von 2 Wochen ungefähr angeguckt worden. Also das ist schon ganz nett. Und immer mehr Leute melden sich bei mir. Ich bin jetzt dauernd. Gestern habe ich ein Interview gegeben mit einem aus Mexiko, der auch wieder so 5000 Leute hatte, die das weiterverteilen. Es macht irgendwie schon Spaß. Also langsam dringt das durch. Und es gibt sogar Leute in Südamerika, die teilweise sogar meine Vorträge vom Deutschen ins Englische übersetzt haben. Also fand ich ganz toll. Also vielen Dank auch nochmal an diese ganzen Mithelfer. Und auch die ganzen Mithörer, die jetzt das weitergeben und sei es nur beim Kaffeekränzeln oder sonst wann oder in der Disco auch das Thema mal kurz erwähnen und weiterverweisen. Also sowohl auf Sauberer-Himmel als auch hier auf meine Seite und die vielen anderen Seiten, die sich ums Thema kümmern. Ja, das nochmal ist bei dir chemtrail.de. Ja. Ja, genau, ohne S. Ja. Ja. Eine gute Seite ist auch noch von Gabriel Stetter, den muss ich erwähnen, weil ohne den wissen wir vielleicht alle noch nichts davon, weil der war der Erste, der in Europa das Thema überhaupt angefasst hat, 2003, und ich ihn dann gleich besucht habe in der Schweiz. Also der hat die Seite chemtrails.ch, ne? Also CH für richtig, Schweiz. Richtig, ja. Da also kommt übrigens häufiger mal die Frage, können wir eigentlich die Vorträge von dem Werner Altnickel auch mal auf DVD brennen und dürfen wir das bei uns hören oder auch mal verteilen? Und ja, so? Ist alles frei, natürlich. Okay, das ist wichtig, dass das Leute wissen. Ne? Mhm, klar. Ja, super. Ja. Ja, also das ist, ich finde es gut und klasse, dass du hier auch mal wirklich deine Ansichten mitteilst, denn wie gesagt, Zensur ist das, was die uns aufsetzen wollen, damit die Wahrheit nicht rauskommt. Und wir müssen da genau dagegen steuern. Und das ist ganz wichtig, dass alle Zuhörer da mitmachen und weiter hier diese Informationen verteilen. Ja, ganz entscheidend. Und auch unbedingt Mitglied werden bei sauberer-himmel.de, das ist die Webseite von eurer Bürgerinitiative. Ja, richtig. Ich habe mich da übrigens auch angemeldet. Ja. Na schön, wunderbar. Und, ich werde den Dominik Stohr übrigens nächste Woche am Dienstag in meiner Sendung haben, von 16 bis 18 Uhr bei Wake News Radio. Naja, wunderbar. Ja, also wir haben ja auch schon, gut, das wird er auch nochmal erzählen, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu lange mit aufhalten, aber es ist so, wir haben also jetzt für 99 Städte, für einen ganz tollen Menschen, der unsere Computerarbeit da jetzt macht, durchorganisiert, dass wer sich da anmeldet und mitmachen will mit Namen und so weiter, der wird dann zugeordnet, also bestimmten Regionen, dass die Leute nämlich diese Vereinzelung nicht mehr haben. Wir haben so oft Leute, die fragen, Mensch, ich denke, ich bin ganz alleine in meinem Dorf hier oder in meiner Stadt und wir wollen die verkuppeln quasi. Ne? Natürlich nur mit Einverständnis derjenigen wegen Datenschutz und so weiter, ist ja klar. Aber der eben sich da anmeldet und sagt, okay, ich möchte gerne mal hier einen Stammtisch in der Stadt besuchen oder einen gründen oder sonst wie. Dann haben wir jetzt eben die Möglichkeit, die Leute zusammenzuführen, weil das macht ja mehr Spaß, wenn man mal eine Plakat- oder eine Zettelaktion macht, sich da nicht alleine unbedingt hinstellen muss. Ne? So, Werner, wir kommen so gleich zur Pause. Wir machen mal zwischen den Stunden eine kurze Pause. Ja. Das hängt auch mit den Archiven zusammen, die wir dann besser dann schneiden können. Mhm. Jetzt gibt's natürlich eine Menge Fragen. Wir werden vielleicht nicht alles schaffen. Du hast natürlich auch noch eine Menge, was du uns mitteilen willst. Da haben wir gleich auch in der zweiten Stunde natürlich noch Zeit. Ja. Aber vielleicht darf ich mal zwischendurch die eine oder andere Frage reinwerfen. Hier zum Beispiel, hi Detlef, grüße bitte Herrn Werner Altnick. Ich habe folgende Fragen an ihn. Ich hatte angefangen, Wildpflanzen und Wildfrüchte zu sammeln.
Wie kann man diese essbaren Wildgewächse, Früchte reinigen, falls die chemischen Substanzen der Chemtrails auf den Pflanzen sind, um davon nicht krank zu werden? Reicht es aus, die gesammelten Wildgewächse mit Wasser abzuwaschen, wie auch Salat und anderes Gemüse, oder was sollte man eventuell noch beachten? Oder haben eventuell die Chemtrails keine Auswirkungen, wenn man die Wildpflanzen essen würde? Ja, ich meine, der Fallout fällt natürlich überall drauf, aber ich denke, also da es sich hauptsächlich um Metallstäube handelt, ich meine, es sind natürlich auch Polymere drauf und es sind teilweise zumindest in den USA ja auch ganz andere fiese Sachen gemeldet worden. Also ich denke schon, wir dürfen jetzt nicht da in die absolute Angst verfallen und dann nicht mehr rausgehen und nichts mehr essen wollen. Vernünftig abwaschen, klar. Ja, also ich selbst habe einen Bauernhof, einen Demeter-Bauernhof, wir haben auch draußen die Sachen angepflanzt und wir verwenden sie auch, aber natürlich gründlich waschen ist vollkommen klar, nicht? Also Leute, kommt nicht jetzt in diese totale Panik wegen dieser Dinge. Es ist schlimm, es ist auch nicht gesundheitsfördernd, das ist vollkommen klar, es muss auch aufhören, ja. Aber jetzt nicht, also ich habe Leute gehabt, die haben dermaßen Horror gehabt, die wollten nicht mehr rausgehen, ihr Kind durfte nicht mehr raus und ich meine, das geht ja nicht. Ne? Ich meine, dann das Schlimmste ist, wenn man in die Angst fällt. Nicht? Also wir dürfen uns nicht in die Angst treiben lassen, weil dann machen die mit uns, was sie wollen. Ja, das ist richtig. Also Angst ist deren Methode, ne? Ja, genau. Ne? Aber auf jeden Fall die Sachen vorher zu waschen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Mhm. Also wir können nachher auch nochmal ein paar Gesundheitstipps da vielleicht anführen, was man überhaupt machen kann. Ne? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hier kam noch eine Frage zu Uran. Nee, Moment, das ist was anderes, Entschuldigung. Hier kommt zum Beispiel die Frage, anbei hat er mir hier ein paar Fotos von Sprühhimmel über Hamm in Nordrhein-Westfalen geschickt, Aktionen vom vergangenen Sommer. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Ja, sagt er, ich hätte eine Info für Herrn Werner Altnecke, falls es ihm nicht schon bekannt wurde. Es wurde mal behauptet, dass gerade in der Nähe zu Flughäfen während der Warteschleifen Chemtrails auftreten. Fehlanzeige. Wir leben zwar in der Nähe zum Dortmund-Holzwickeder Flughafen, aber die Flieger, die hier zur Landung reinrauschen, sind schon im Sinkflug und hinterlassen nicht mal normale Kondensstreifen. Das sind ja auch wieder so Behauptungen, die uns da so präsentiert werden, oder? Ja, ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht für jeden Ort, wo Leute da was beobachten, eine Aussage machen. Bloß eins ist ja klar, also rein von der Physik geht's ja gar nicht. Wenn die im Sinkflug sind und sind unterhalb von 7500 Metern, das ist ungefähr die Grenze, sind die Verhältnisse da oben so angetan, dass gar keine normalen Kondensstreifen auftreten können. Es könnten natürlich, wenn einer in 6000 Meter, also Streifen sieht, die langanhaltend da stehen bleiben, dann ist der Verdacht schon sehr hoch, dass es eben keine Kondensstreifen sind, sondern dass es irgendwelche Materialien sind, zugefügter Art, ja. Nein. Zumal man ja auch manchmal Flugzeuge eben beobachtet, die nicht durchgängig so einen Streifen ausbringen, sondern eben so irgendwie so immer so nur streckenweise. Ne? Ja. Und daneben welche fliegen, die überhaupt keinen Kondensstreifen haben oder nur ganz einen kurzen. Ne? Wobei das ist ein bisschen kompliziert, also da muss man aufpassen, da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden, nach der Pause, weil da teilweise auch Fehlbeobachtungen gemacht werden, also nicht jeder Streifen ist ein Chemtrail, auch wenn er ein bisschen länger stehen bleibt, also das muss man ganz deutlich sagen, aber das können wir ja nochmal ein bisschen durchdifferenzieren. Ja, nee, das ist völlig klar, das ist super, dass du da uns zur Verfügung stehst, ne? Denn gerade kommen natürlich auch sehr viele Fragen zu Harp und so weiter, vielleicht willst du aber erst, bevor wir dann solche Fragen vorlesen, dann noch etwas zu Harp sagen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Ja, natürlich, klar. Wir können das ja vielleicht ein bisschen strukturieren, dass man erst die Chemtrails dann Harp oder so. Ja, genau. Das würde ich zum Beispiel auch sagen, weil sonst ist das geht das zu sehr durcheinander. Und wer jetzt also noch Fragen, Infos, Kommentare hat, der kann das reinsenden unter radio@wakeness.net. Und das ist ganz wichtig, dass wir das tun, denn jetzt haben wir den Werner hier und der kann uns dann die eine oder andere Frage noch beantworten. Hier kommt noch eine rein, und zwar aus Perth in Westaustralien. Ja? Die hören auch bei mir mal zu. Ich habe da eine Frage zu Chemtrails. Ist es soweit richtig, dass die Chemtrails für folgende Zwecke genutzt werden? Wieder sind die angebliche Sonneneinwirkung, wahrscheinlich durch die Nutzung von Harp seit langem stark mit beeinflusst, zu reflektieren und somit auch die positiven Effekte der Sonne für den Menschen zu verringern? Was würdest du da antworten? Ja, das ist ja die halboffizielle Geschichte, die sich also auch, wie gesagt, also erste Ideen eben von Edward Teller da kamen, dass man eben gesagt hat, also Teller Originalton, ich kann für 1% der Kosten euch eine Lösung bieten, eben durch reflektierende Metallpartikel, sprich Aluminium, Barium, Titanoxide und so weiter, das rückzureflektieren, um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Da wir aber ja wissen, dass die Klimaerwärmung, wie sie uns die so darstellen, ja gar nicht so stattfindet, sondern seit neun Jahren die Erdmitteltemperatur ja sogar am Sinken ist das schon alles sehr komisch.
gut, das ist so das halboffizielle Ding, weswegen es angeblich gemacht wird. Ne? Ja, und da kam jetzt noch eine weitere Frage. Oder ist es das Versprühen der verschiedensten Stoffe, um Menschen und Natur zu schädigen, zu verdummen, Krankheiten, Lebensmittelvergiftungen herbeizuführen? Tja. Ja, das ist natürlich, ich meine, eins ist klar, also auch wenn sie es nur aus diesem vorgeblichen Schutzgrund machen würden, uns da die Metalloxide auf den Kopf zu werfen, haben die natürlich Gesundheitsauswirkungen, vollkommen klar. Und im Speziellen eben gerade deswegen, weil es im Nanomaßstab stattfindet. Wenn das größere Partikel wären, mit denen der Körper umgehen könnte und die er wieder also entweder durch seine Barrieren gar nicht durchlassen würde, sprich Blut-Hirn-Schranke und solche Dinge, oder wieder gut ausschwemmen könnte, dann wäre das ja auch gar nicht so schlimm. Aber es krabbelt eben in jedes Teil von uns und das ist absolut irre. Das darf nicht passieren. Ganz nebenbei, die ganze Nanotechnik ist ein Wahnsinn. Ich meine, wir haben heute ja schon in Lebensmitteln Nanotechnik drin teilweise, ja. Und es wird auf Autoscheiben gesprüht und hier und da und dort. Das geht in die Umwelt. Kein Mensch kann heute sagen, es gibt auch keine Studien dazu, die Langfristschäden da auch nur benennen können. Also da handeln wir uns sowieso ein gewaltiges Ding noch ein, wenn das so weitergeht mit der weiten Verbreitung mit dem Zeug. Und ja, wenn die natürlich jetzt wirklich, wie also der Kies zum Beispiel ja neulich bei dieser Geoengineering-Konferenz gesagt hat, also 10 Millionen Tonnen pro Jahr von dem Scheiß uns auf den Kopf schmeißen wollen, ja, ich meine, das ist ja irre, das sind ja Maßstäbe, die gewaltig sind und die ja eben feinst verteilt dann über der ganzen Welt stattfinden. Das Zeug kriegst du ja nicht mehr raus. Das ist ja der Punkt. So, wir gehen jetzt mal eine kurze Pause, sind gleich dann wieder da für euch. Dann geht's weiter mit dem Werner, mit allen möglichen Fragen und natürlich dem Thema Harp und so weiter. Also bleibt dran, es wird hochspannend. Bis gleich. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. We'll be right back.
So, hier ist der Detlef wieder von Wake News Radio inmitten von United Strike Radio Marathon noch in der deutschen, ja, deutschen Teil. Und wir haben einen fantastischen Gast hier bei uns, das ist der Werner Altnickel, der hier uns über Chemtrails Hub und seine Erfahrung mit Greenpeace bereits angefangen hat zu berichten. Und der hat natürlich auch noch eine Menge Themen hier. Wir haben schon angefangen, auch ein paar Zuschauerfragen mit reinzubringen. Zuschauer sage ich schon, Zuhörer natürlich. So, Werner, bist du wieder dran? Du wolltest noch was sagen, vor allen Dingen zu Uran. Ja, ich wollte noch kurz abschließend sagen. Und zwar, es ist ja auch ein bisschen eine strategische Frage. Und zwar, die einzige Bewegung, die noch nennenswert Leute auf die Straße kriegt, und das über Jahrzehnte, ist ja die Anti-Atom-Bewegung. Und falls jetzt Zuhörer dabei sind, dann sollten sie ja vielleicht das Thema auch mal nach vorne pushen, weil es ist ja sicher richtig, gegen AKWs hier zu protestieren und so weiter, aber dieses Thema Uranmunition ist ja ganz eng verwoben damit. Das heißt, es ist nicht nur so, dass das abgereichertes Uran 238 da verschossen wird, sondern man hat auch Proben gefunden, wo also Transurane mit drin waren. Und das ist dann quasi genau der Punkt des Beweises, dass also auch Atommüll da im Prinzip verschossen wird, ja. Und das ist nochmal zusätzlich gefährlicher als das 238er, weil dann also Plutonium und Transurane, also Cäsium und alle möglichen anderen Stoffe auch noch drin sind, die noch ein anderes Gefährdungspotenzial noch haben, ja. Also langlebig sind sie allesamt, schädlich auch allesamt, krebserregend und so weiter, genozidmäßig wirkend auf, ja, alle Generationen hinweg, wenn man es mal so sieht. Und das ist ganz wichtig, dass das in die Anti-Atom-Bewegung einsickert, dass die Leute überhaupt sich mal darum kümmern, was passiert vorne, also beim Uranabbau, was passiert hinten bei der Entsorgung. Da kümmert man sich bisher eigentlich nur darum, wo wird's gelagert. Nein, nein, es wird gelagert, indem man große Mengen davon in der Gegend verschießt. Ja, und das ist eine billige Entsorgung, ja, und zweitens eben, ich behaupte mal Absicht, ja, weil die wissen um die Gefahren seit Jahrzehnten, was da stattfindet. Und um damit mal die Kostendimension auch nur klar zu machen, ein Land, was mit diesen Sachen beschossen wird, ist erledigt für alle Zeiten, weil also ein Truppenübungsplatz in Deutschland, der also auch mal mit diesen Sachen beaufschlagt wurde, ist ja dann abgetragen worden, also 40 Zentimeter Boden ist da entfernt worden, der dann entgelagert werden muss. Das kann man aber nicht mit dem ganzen Land machen. Das kann man nicht mit ganz Afghanistan machen, das kann man nicht mit dem Irak machen, das kann man nicht mit dem Kosovo machen. Das kann man nicht in Afrika machen, wo die mit dem Zeug rumschießen und so weiter. Die Kostendimensionen sehen so aus, dass sie in den USA haben die das mal ausgerechnet, beziehungsweise sie haben es sogar gemacht, die haben also in ein Gelände von, ich meine, das waren 1,5 Quadratkilometer, wo die da Übungsmunition verschossen haben mit Uran. Das kostete Milliarden, dieses kleine Gelände zu säubern. Ja, das können sich diese anderen Länder nicht erlauben und schon gar nicht, selbst wenn es prosperierende Länder waren, wie jetzt jüngst also Libyen, was also wirklich ein ganz toller Staat war, vielleicht können wir da nachher nochmal drauf eingehen, weil alles, was da erzählt wird, sind ja dermaßen Lügen, das glaubt man ja alles nicht. Das ist alles verseucht, ne? Und das würde zig Milliarden kosten und diese Länder, die dann ja auch noch kaputt gebombt werden, ja, die können sich schon gar nicht mehr erlauben, das zu säubern. Und die Amerikaner tun es ja auch nicht. Und die NATO-Länder, die das anwenden. Übrigens zur Ehrenrettung Deutschland ist es so, also Deutschland verschießt Wolframgeschosse anstatt Uran. Also es gibt durchaus auch andere Materialien. Wolfram ist auch sehr schwer, durchdringt auch Panzerungen. Es geht auch anders. Ich meine, harmlos ist auch Wolfram nicht, aber es hat eben nicht die Langzeitwirkung. Ja, es drängt sich da wirklich der Verdacht auf, dass es hier noch eine andere Strategie gibt, nämlich eine Genozidstrategie. Das kommt ja auch in vielen Fragen von Zuhörern hier rein. Ja. Die ich dann natürlich damit gleich auch gestellt oder reingeworfen habe. Ja. Und wie siehst du das? Ja, das Folgendes. Und zwar, wir haben vor Jahren, ich habe ja damals, wie ich die ersten Vorträge auch zu 9-11 hielt und so weiter, hatten wir also im Rahmen dieser Vortragsvorreihen, die wir hier also privat auch inszeniert haben in Oldenburg, hatten wir einen Indianer da. Und zwar dieser Indianer lebte in der Nähe einer Munitionsstätte, wo also diese Uranbomben und das alles hergestellt wurden. Und er hat uns damals schon gesagt, 2003, das Zeug ist jetzt, wird untersucht und es wird angewandt werden. Und es wird jetzt ja auch lange schon angewandt. Und das ist im Prinzip, und das ist eben das Schlimme, dass die Presse eben ihrer Aufgabe nicht nachkommt. Es ist ein Atomkrieg, der da stattfindet. Es ist ein Atomkrieg, Leute. Man sieht zwar keine Pilzwolken aufsteigen, aber es wird Uran verschossen. Ja, und das muss den Leuten mal klar werden. Und nicht ohne Grund nennen die das dann eben nicht Uranmunition. Nein, nein, das sind eben Bunkerbuster und alle möglichen komischen Wörter werden da drum rumgeschleimt, ja, um zu vermeiden, dass die Leute überhaupt ahnen nur, was da verschossen wird. Da wird Atommüll verschossen, Leute.
Wenn man hier nur ein Kubikzentimeter, ein Fingerhut voll, transportiert von diesem Dreck, dann kriegt man Verfahren mit Tausenden von Strafe. Wegen illegalen Atommülltransportes. Und die verschießen das da. Und zwar haben die bisher über 1 Million Bordwaffengeschosse verschossen. Da schießen die auch direkt auf Menschen mit. Das sind also 2 bis 3,5 Zentimeter Geschosse. 1 Million Leute. Über 1 Million. Ja, so sieht's aus. Die Kinder spielen damit teilweise, weil einige stecken auch im Sand und dann wird damit umgespielt und getan. Die Kinder spielen mit den Panzern, die da abgeschossen worden sind. Wir haben als Kinder auch hier mit ausgedienten Panzern im Übungsgebiet gespielt. Bloß, gut, die waren nicht radioaktiv verseucht, aber die Leute wissen es ja nicht. Ja, ja, das bedeutet ist, ja auch letztendlich, dass diejenigen, die es verschießen, die Soldaten selbst, und hören ja auch dazu, auch verstrahlt werden. Ja, natürlich. Also die amerikanischen Veteranenverbände haben ja Untersuchungen angestellt, aber das wird auch an der Presse eben nicht breit gebracht, damit die Leute es eben nicht erfahren, damit wir unsere Leute, unsere Soldaten da noch hinschicken sollen. Und uns wird ja suggeriert, wir retten diese Länder, wir bringen die Demokratie und diese Herrscher sind ja also fürchterlich. Also ich, ganz kurz mal einen Ausflug jetzt zu Gaddafi. Ja? Man kann ja von dem guten Mann halten, was man will. Ja, bloß, wer sich mal klar macht, was in dem Land los war, selbst die Oppositionellen sagen, ja, uns ging's ja gut, weil die Gesundheitsversorgung ist umsonst. Der Sprit kostete 17 Cent. Die Leute haben alle vom Haus, vom Staat haben die im Prinzip ein Häuschen bezahlt gekriegt. Also es haben noch nicht alle ein Häuschen. Aber er hat ja extra gesagt, er bleibt so lange mit seiner Familie auch in bescheideneren Verhältnissen, bis die Leute alle ein Häuschen haben. Ihr fragt mal Leute, die aus der Region kommen. Fragt mal auch im Irak, dass die zum Beispiel keine Steuern gezahlt haben. Warum wird uns das nicht erzählt? Die Studierenden haben null Kosten gehabt, ja? Die konnten sogar Auslandsstipendien ohne weiteres bekommen. Das wurde so bezahlt, Leute. Gaddafi hat ein riesen Wüstenprojekt mit Wasser da gemacht, mit 4 Meter Durchmesser Rohren, wo schon 2 Großstädte mit versorgt werden, weil die so viel reinstes Tiefenwasser unter der Wüste haben. Das ist so viel, als wenn man die Bundesrepublik sich vorstellt als Wasserbehälter. 100 Meter hoch, so viel Wasser haben die da. Und zwar reinstes Tiefenwasser. Ja, da will man ran. Zweitens ist es so, er wollte also ein Begrünungsprojekt machen, da für ganz Nordafrika, dass die sich selber ernähren können. Leute, da sind natürlich bestimmte Leute nicht dran interessiert, weil man will ja nach wie vor seinen Weizen exportieren und so weiter. Es sind fast immer wirtschaftliche Gründe, die dazu führen. Dann wollte der Mann einen Golddinar einführen. Er wollte ein losgekoppeltes Finanzsystem gegenüber dem Dollar aufstellen, weil die Länder ja über den Dollar ausgeplündert werden. Ja, natürlich, das sind natürlich alles Todsünden. Das darf nicht passieren. Und aus denselben Gründen hat man ja auch den bösen Saddam Hussein ja im Prinzip erledigt, weil der auch dann anfing im Jahr 2000 nicht mehr in Dollar abzurechnen, die Ölgeschichten, sondern in Euro. Das sind die wahren Gründe. Leute, das ist zwar heute nicht das Thema, das können wir vielleicht auch noch mal vertiefen, aber das regt mich dermaßen auf, dass jetzt, und das nächste Land, was jetzt dann angesagt ist, ist Iran, den man unterstellt, also die Atombombe zu wollen, ja, obwohl die Israelis und die Amerikaner sagen, die sind noch lange nicht so weit. Und selbst wenn sie eine hätten, ja Mensch, Leute, ich bin in der Friedensbewegung gewesen, ja, ich war bei Greenpeace, was ich jetzt sage, klingt vielleicht etwas seltsam, aber warum gestattet man denn einem Land wie Iran, selbst wenn sie es wollten, nicht eine Atombombe, wenn Israel 200 hat davon und damit ständig droht und auch Europa schon gedroht hat? Das wird aber auch nicht in der Zeitung erscheinen. Das sind so irre Dinge und so auf den Kopf gestellte Kriegslügen. Und es gibt ja auch den Spruch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber der ja immer noch stimmt, was zuerst stirbt im Krieg, ist die Wahrheit, ja? Deshalb ist da hast du recht. Und deshalb ist die Information so wichtig. Und wer die Informationshoheit hat, hat auch bessere Kriegschancen. Ne? Natürlich, ja. Und unsere Presse ist gesteuert. Die ist vollkommen gesteuert. Ich habe mit so vielen Journalisten im Laufe der Greenpeace-Arbeit schon geredet, die unter 4 Augen, was die am Ende erzählen, was sie wissen, was sie aber nicht bringen dürfen. Und wenn sie es dann, sie müssen es ganz versteckt irgendwie so hinten durch die Hintertür bringen, ja, damit es überhaupt noch erscheint. Und es haben so viele Journalisten so die Nase voll. Ja. Bloß der Punkt ist der, es sind auch sehr viele durch die Bereinigung der Presseszene arbeitslos und es ist gar kein Problem. Die sagen denen klipp und klar, du, wenn du nicht so schreibst und so schreibst, ja bitte, stehen wir noch auf der Straße. Ne? Absolut richtig. Ich nenne die ja bei mir in meinen Sendungen immer die DIMMs, das sind die dominante irrsinnige Minorität, fälschlicherweise auch Eliten oder Illuminati oder sonst wie genannt. Ja. Das ist nur so eine ganz kleine Gruppe, die hinter all diesem Dingen steckt. Ja, und das ist kommt immer wieder auch hier durch deine Vorträge zum Ausdruck, gell, oder? Ja, es ist schon ein Moloch, ne? Es ist wirklich echt nicht lustig, die Figuren, die da wirklich das Weltgeschehen steuern, die hinter den Politikern stehen, die ja im Prinzip nur Hampelmänner sind. Wie übrigens ja der bayerische Ministerpräsident auch vor Presse gesagt hat.
auf die Frage hin, wer bestimmt denn überhaupt, gesagt, ja, wir haben als Politiker im Prinzip nichts zu sagen, hat er indirekt gesagt. Ja. Und also Seehofer hat das gesagt. Seehofer, und ja. Kann man sich angucken, der ist dann mal gefragt worden hier bei Pelzig unterhält sich, hat er das gesagt. Und er hat auch damals, wie er damals noch zuständig war für Pharma, ja, hat er ganz klar gesagt, die Pharma ist so mächtig, im Prinzip müssen wir spuren. Ich meine, der hat es wenigstens gesagt, die meisten sagen es ja noch nicht mehr. Man kann ja von ihm halten, was man will, aber immerhin, der hat das wenigstens mal offen zugegeben, ne, wie es da wirklich läuft. Ne. Ja, auch wieder Gabriel, der zum Beispiel gesagt hat, dass die BRD kein souveräner Staat ist, sondern nur eine Nichtregierungsorganisation. Ja. Ne? Das, es gibt genau. Auch mal Leute, ja. Die sagen dann auch ja. Mal was. Ne? Ja. ja, aber Werner, jetzt sind natürlich, sind alle natürlich brandheiß interessiert, ja, auch ein bisschen noch was über HARP zu erfahren. Ja, natürlich. HARP ist ja auch ein Mittel zum Krieg, wahrscheinlich, oder? Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall ist es eine potenzielle Kriegswaffe, was übrigens auch Rosalie Bertel sagt. Da jetzt auch nochmal ein Tipp, also den haben wir jetzt, also ich glaube, auf sauberer Himmel ist auf jeden Fall drauf. Dieses Buch kommt Ende des Monats raus. Die deutsche Übersetzung des Buches Planet Earth, The Latest Weapon of War, also die neueste Kriegswaffe. Der Planet wird missbraucht dazu. Und da ist eben genau HARP und diese Dinge mit gemeint. Beziehungsweise auch die anderen von anderen Ländern, also die russischen Anlagen wie Woodpecker und die Anlagen von 5 weiteren Staaten. Also mindestens hat China so eine Technik. Brasilien hat so ähnliche Dinge. China, ja, Russland, natürlich Amerika und andere werden das auch noch in der Mache haben. Jeder hochentwickelte Staat ist dazu fähig, solche Dinge zu machen. Und sogar Leute, die also sehr viel Geld haben, können sich sowas auch leisten, muss man so sagen. Ne? Also private Leute meinst du? Private ja. Leute? Ja, ja. Okay. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Rockefeller-Clan und sowas denkt, diese Leute haben direkten Zugriff zu Atomwaffen und so weiter. Das mag jetzt sehr komisch klingen, aber das können die Leute mal nachlesen bei Dr. Peter Beta, die Audio-Files einfach mal eingeben und sich da die entsprechenden Stellen mal angucken, dann wundert man sich, ja, was da alles noch nicht veröffentlicht ist. Aber gut, das führt jetzt auch zu weit. Bleiben wir mal bei HARP und diesen Dingen. Ja, die Funktionsweise oder beziehungsweise was wird damit gemacht? Was offiziell zugegeben wird, wenn man auf die offizielle Seite geht, ist ja, dass sie quasi über Kopfradar machen, also weit ins Feindesland hinein gucken können, dann mit U-Booten eine bessere Kommunikation aufrechterhalten können, im Kriegsfalle auch jegliche Kommunikation killen können, also ob das Telefon- oder Funkverkehre sind, aber selbst eben ein System haben, was davon nicht beeinträchtigt ist. Sie können Erdtomographie machen, also tief in die Erde hineingucken, also im Prinzip die Erde röntgen in dem Sinne, obwohl es ja kein Röntgen ist, aber man kann mit diesen Techniken das eben machen. Das sind also die Dinge, die da soweit zugegeben sind. Was eben nicht zugegeben wird, ist das andere und was aber Rosalie Bertel eben sehr gut beschreibt, übrigens alternative Nobelpreisträgerin und wirklich Fachfrau in diesen Dingen. Wärmstens zu empfehlen, also ich bekomme keine Prozente für das Buch oder so, aber Leute, das Buch müsst ihr euch anschaffen. Es ist schweinebillig. Das ist nur noch im Archivar zu kriegen gewesen, in Englisch, bis zu $85. Ja, also das hat es gekostet. Ich habe mir noch eins besorgt, da, in Englisch damals. Und das kostet jetzt nur 19,90 und gibt es jetzt sogar im Subskriptionspreis für 14,80 bis zum Erscheinungsdatum. Also bis zum 28.11. kann man das für 14,80 kriegen. Das ist im Prinzip, ich will es nicht sagen die Bibel, aber das ist das Fachbuch, um da einzusteigen, dass man überhaupt begreift, worum es da geht. Weil das kann ich jetzt in dieser kurzen Zeit gar nicht alles erzählen. Ich kann das nur mal ganz verkürzt da geben. Dann erkennt man, wie die Forschung, die frühen da anfingen, wie man dann darauf kam und wie das alles funktioniert. Es ist wirklich ein ganz klasse Buch. Hochachtung vor der Frau, die das geschrieben hat. Der Verlag ist auch prompt eingegangen, ne, nachdem das in Englisch erschien. Und warum auch immer, nicht? Man kann sich ja nur wundern immer. Und in Deutschland ist es nicht gelungen, einen Verlag zu finden erst. Also die österreichische Innsbrucker hochzulobende Frau, muss man auch sagen, von Werlhoff, Claudia von Werlhoff hat also dieses Buch hochgebracht, hat es übersetzen lassen und ihr ist es zu verdanken, dass es jetzt in Deutsch auch erscheint. Und sie ist wirklich von einem zum anderen gelaufen, keiner wollte das Buch bringen. Der J.K. Fischer Verlag hat es jetzt gemacht. Ja, also wir sind ganz froh, dass das kommt.
Weil das wird auch einige Sachen wieder aufbrechen und dann kann man den Leuten wirklich so ein Buch mal hinknallen und sagen, so, wenn ihr das alles nicht glaubt, dann lest das Ding mal durch. Ja? Und da sind so viele Dokumente und Sachen drin, also die das belegen. Wo kann man dieses Buch dann kriegen, Herr Werner? Ja, man kann, also entweder geht ihr gleich auf den J.K. Fischer Verlag, ja, und da ist es gleich auf der ersten Seite, glaube ich. Oder ich glaube, hier Dominik hat es auch schon draufgestellt, irgendwie als Kurzbeschreibung auf unsere Seite, also sauberer-Himmel, weil Dominik schreibt ein Vorwort, die von Werlhoff schreibt ein Vorwort und ich schreibe das Nachwort und packe auch noch ein paar Dokumente mit hinten rein. Und ich werde ja selbst auch noch ein Buch schreiben, das kommt aber nächstes Jahr erst raus, um nochmal alle umfassend über die ganzen Geoengineering-Maßnahmen zu berichten. Aber das ist das Fundament. Also dieses Buch ist wirklich ein Fundament, muss man sagen. Nicht? Also die Frau ist klasse. Ganz alte Dame, aber immer noch aktiv, war letztes Jahr noch in Deutschland zum 30-jährigen Jubiläum da vom Alternativen Nobelpreis, den sie ja selber auch trägt seit 86. Super, also wenn nur solche Leute in der Wissenschaftsebene wären, na dann hätten wir andere Zustände. Ne? Aber da herrscht ja Korruption und Angst, Erpressung und was weiß ich. Ja gut, aber sie kommt ja auch, sie hat ja auch für diese Leute da damals in solchen Instituten gearbeitet, aber die haben es eben getan, genau wie Lauren Moret, die gesagt haben, so jetzt reicht's mir, jetzt erkenne ich was, wo das hinführt. Ich muss jetzt was sagen. Ja. Und ja. Die dann Jahrzehnte ihres Lebens eben, ich sag mal, geopfert haben, um die Leute aufzurütteln. Also super. Ja, gut. Ja, Zivilcourage, ne? Das ist ja, das, was wir alle brauchen. Wir müssen sagen, Schluss, aus und vorbei damit, jetzt müssen wir wieder die Sache genau. in die Hand nehmen. Jeder jetzt, einzelne. Jetzt, bevor du noch weitergehst, schiebe ich einfach mal eine Frage noch rein von den Zuhörern. Ja. Hallo Detlef von Werner, ich würde gerne die Einschätzung von Werner hören, was er zum Thema Harpe in Bezug auf die kürzlich aufgetretenen Eisblöcke sagt. Diese waren ja in akkurate Stücke geschnitten. Das kann auch nicht natürlichen Ursprung sein. Wäre Harpe dazu nutzbar? Ja. Wenn ja, was würde man damit bezwecken? Mhm. Und er sagt, ich mache mir deswegen so meine Gedanken. Meine Theorie wäre, zertrennte Eisblöcke schmelzen erheblich schneller. So steigt A, der Meeresspiegel schneller für Flutkatastrophen und B, versüßlicht das Wasser, was eventuell starke Konsequenzen hätte. Was meinst du dazu? Ja, schon richtige Annahmen dabei. Also Rosa Libertel sagt ja auch, also sie wird sogar sehr konkret und sagt, es gibt ein Geheimabkommen, was sie auch in diesem Buch benennt. Also da sind so viele Top-Informationen drin. Selbst mir war einiges neu, obwohl ich mich da so schon ganz gut auskenne in der Szenerie. Dass es ein Geheimabkommen der Amerikaner und der Russen gab, also schon Jahrzehnte zurück, eben den Nordpol abzuschmelzen. Und zwar warum? Weil man eben da auch an die Rohstoffe ran will, die da drunter liegen. Und Russland ist ja ganz fleißig auch schon dabei. Die haben ja jetzt sogar unterseeisch da so eine Metallfahne reingerammt, um ihre Ansprüche dann quasi dazu anzumelden. Und auch Norwegen war da gleich fleißig dabei und gesagt, nein, also wir wollen auch. Und auch Amerika will natürlich, und alle streiten sich jetzt schon hinter den Kulissen darum. Das ist auch mit ein Grund. Also das Abschmelzen ist, also laut Bertel, wenn das so stimmen sollte, eigentlich geplant. Es gab übrigens vor 30, 40 Jahren, ging es gar nicht um Klimaerwärmung, da haben die von neuen Eiszeiten gesprochen. Und selbst der Edward Teller hat in seinem Buch von, ich meine 2002, und auch eine Veranstaltung hat dazu stattgefunden, da steht drauf, nicht Global Warming, also im Tenor, ich habe es nicht genau wörtlich im Kopf jetzt, Klimaänderungen und Ice Ages und Eiszeiten. Das heißt, er hat da beides draufstehen. Ja, ich meine, was denn nun? Ja, was findet denn jetzt statt? Oder wo will man hin? Nein. Weil ich meine, die ganzen Manipulationen, die stattfinden seit Jahrzehnten, die haben ja alles durcheinander geschüttelt. Nein. Mal ganz davon ab, dass die Erde immer durch bestimmte klimatische Zeiten innerhalb von Tausenden von Jahren wandert. Da gibt es immer bestimmte Zyklen, wo mal Warmzeiten kommen, Kaltzeiten. Und es gibt ja auch in Grönland, das heißt ja nicht deswegen Grönland, weil man da oben eben mal gut leben konnte, ohne Eis und so. Nein. Heißt das, also dass du der Ansicht bist, dass das dieses Durchschneiden von diesen Gletscherteilen oder diesen Eisblöcken, dass das durch irgendwie so eine Waffe gemacht wurde? Also ich will jetzt da nicht zu weit gehen, aber wenn jetzt diese These stimmt, also was die Bertel eben auch bestätigt, und ich glaube nicht, dass sie spinnt, die gute Frau, und es wirklich das möglichst schnell da oben zu eisfreien Zonen kommen kann, das hat ja mehrere Vorteile ökonomischer Art. Also man kann da natürlich besser, ist ja besser schiffbar, man kann da durchfahren, ja, man kann da Bodenschätze ausbeuten. Natürlich ist es dann leichter, wenn ich das da viele Tiere und das möglichst kleiner mache, dadurch die Oberfläche erhöhe und dann schmilzt es natürlich schneller ab. Das weiß jeder, dass wenn man kleine Eiswürfel in einen Becher tut, dass die dann schneller schmelzen, als wenn ich einen großen nehme. Ja, das ist ja ganz klar. Ne? Die Masse macht's, ne? Die Trägheit, dass das dann länger dauern würde. Das ist ja klar, aber es ist eine Frage von Oberfläche.
Ja, deswegen ist ein Baby ja auch schneller erfroren wie ein Erwachsener, weil ein Baby einfach mehr Körperoberfläche hat im Verhältnis zum Körperkern als ein Erwachsener. Das ist eine ganz physikalische Logik. Ne? Also das würde gewaltig helfen, dann schmilzt es noch schneller ab. Ne? Aber nicht jetzt darum, dass wir da Hochwasser kriegen sollen oder sowas, sondern eben, ja, man will da an bestimmte Sachen ran. Ne? So sieht's aus. Ne? Ah, jetzt kommen wir auf den Punkt. Gell? Da gibt's ja auch noch etliche Theorien darüber, was es da eventuell zu finden gibt. Gell? Ja, also es könnte zumindest so, also ich meine, natürlich ist da was zu finden. Die wissen ja auch schon, was da alles zu finden ist. Ne? Da ist eine Menge zu finden. Ne? Ich meine, beim Südpol genauso. Greenpeace hat damals ja mal große Aktionen gemacht, also Weltpark Antarktika, wo die damals schon überlegt hatten, die wollen daran an Öl, an Gas und an allem Mögliche. Und dann haben wir damals von Greenpeace gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Der einzige Kontinent, der noch nicht berührt ist, ja, der soll jetzt auch noch mit Öl verseucht werden. Was soll das denn? Ne? Aber das ist ja dann bestimmten Kräften scheißegal, ne, was da läuft. Jetzt, Moment, da war noch eine letzte Frage von dem guten Mann. Eben, der hat ja noch was gefragt. Ja, nee, das war jetzt seine Überlegung eben, dass das süß oder dass das Wasser genau. Eben in eine andere Qualität korrekt. Wird, süßer wird quasi, ne? Ja, korrekt. Und das führt ja dann wiederum dazu, da spricht man ja auch seit Jahren davon, dass quasi der Golfstrom dann also mal langsamer werden könnte oder vielleicht ganz versiegen. Und das würde dann tatsächlich in der nördlichen Hemisphäre zu einer Eiszeit führen, und zwar zu einer deftigen, ja. So. Und auch der El Niño-Effekt zum Beispiel, der ja auch erst aufgetreten ist, nachdem man mit diesen elektromagnetischen Waffen um sich schoss, ja. Kann ja durchaus ganz anderen Ursprungs sein. Übrigens mal ein Querverweis nochmal, also zu diesen fein geschnittenen Blöcken, also die nach meiner Meinung unmöglich selbst so abgebrochen sein können, das gibt's gar nicht, ja, in dieser geraden Sache. Also entweder ist es eine Fotomontage oder da ist was passiert. Ja. Man hat ja auf einem großen russischen See so Sachen gesehen, also so eine riesen Eisfläche, die da quasi von oben wie so eingeditscht ist. Ja? Aber nicht, als wenn da jetzt einer drauf rumgetrampelt ist, sondern also in riesigen Ausmaßen. Und das sieht so aus, als wenn man da auch mit irgendwelchen Waffensystemen also quasi reingeknallt hat. Da ist also richtig die Eisfläche richtig wie so eine Halbkugelform da drin. Aber riesig, ja? Ja. Also das hat keiner mit der Spielzeugschaufel gemacht. Ne? Also das sieht auch aus nach irgendwelchen modernen Waffensystemen. Ne? Also da ist eine Menge am Gange, auch die Kugelblitzgeschichten, die da durch die Gegend rasen und was weiß ich alles. Ne? Oder dass die seltsamen Töne, die also viele Küstenbewohner da vernommen haben, wo also dann quasi, und da sind wir nämlich genau beim Thema jetzt Hub, Woodpecker und so weiter, wo man eben die Erde quasi durchschüttelt mit elektromagnetischen Superwaffen, ja. Und was Tesla damals schon gesagt hat, weil das beruht ja alles auf Tesla-Technik, ich bin fähig dazu, da haben die den damals natürlich auch für verrückt erklärt, aber er wusste, wovon er spricht. Wenn ich die Erde langsam mit ihrer Eigenfrequenz aufschaukele, dann kann ich sie zum Platzen bringen. So, das ist auch, ich meine, nur mal das Beispiel angeführt, wenn einer mit einer sehr hohen Stimme, also ein Weinglas besingt, sag ich mal, dann kommt das auch so stark in Schwingung, dass es zerspringt. Und ich kann jeden Stoff der Welt, kann ich zerstören mit der Eigenresonanz. Nämlich wenn ich, Resonanz heißt nämlich Aufschaukelung. Wenn ich also zwei, es ist auch in der Elektronik so, ich bin Elektroniker, insofern habe ich da auch einen ganz guten Zugang durch zu vielen Dingen, die überhaupt da passieren. Wenn ich etwas in Resonanz bringe, dann ist es nicht so, dass das langsam ansteigt. Nein, dann steigt es schlagartig um ein Mehrfaches an. Und das sind so Dinge, die sich auch die Hub-Anlage oder eben diese ganzen anderen Techniken anderer Länder zu Hilfe machen, dass man quasi nur mit recht wenig Energie, die man einfüttert, ein Vielfaches ernten kann. Also bei diesen Waffentechniken ist es so, dass es auch von Technikern zugegeben, dass man bis zum Tausendfachen dessen, was man reinsteckt an, ich sag mal, an Steuerenergie, ja, vergleichbar vielleicht mit einer Biene, die einen piekst und dann rennt man los, obwohl man viel schwerer ist als eine Biene, ja. Ne? Regt man quasi nur mit einer kleinen Kraft das an und erntet ein Vielfaches. Und das ist das Irre. Wenn man also mit Anlagen wie Hub, die ja so eine Sendeleistung haben, die dem 50.000-fachen eines Fernsehsenders entspricht. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja ganz nette Leistungen. Wenn man das mal 1.000 nimmt, dann weiß man, wo man landet. Und dann kommen eben Techniken dabei raus, wofür zum Beispiel, was Rosalie Bertell eben auch sagt, man kann mit diesen Techniken Explosionen nuklearen Ausmaßes auslösen, ohne dass man Radioaktivität erntet. Und das ist der Gag an der Sache. Es gibt ein amerikanisches Patent, was mir auch vorliegt, wo das genau so drin steht. Erregung von Explosionen nuklearer Stärke ohne Radioaktivität. So, das heißt, die gesamte Atomtechnik ist im Prinzip obsolet. Weil, wenn man diese Waffensysteme hat, kann man erstens leise Kriege führen. Es ist ganz schwer beweisbar, wo das herkommt genau.
Ja. Dann ist es ja auch noch, naja, relativ sauber. Also man schmeißt da nicht unheimlich Radioaktivität um sich. Man kann das Feindesgebiet dann wieder, wenn die Leute alle tot sind oder beseitigt oder man sein Ziel erreicht hat, ohne weiteres besetzen, was ja ein bisschen schwieriger ist, wenn ich eine Atombombe schmeiße, nicht? Dann ist das Land ja im Prinzip erstmal für etliche Jahre erledigt. Ja? Und diese ganzen Dinge sind ja da. Und was noch dazu kommt ist, und ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube, das haben wir letztes Mal aber schon ein bisschen behandelt, diese ganze Tschernobyl-Frage. Es ist ja so, wer diese Waffensysteme einsetzt, riskiert, dass er jegliche Atomsprengköpfe, die irgendwo in der Nähe sind, dieser angewandten Waffensysteme zusätzlich mit in die Luft jagt oder auch jegliches Atomkraftwerk. Weil die atomaren Kerne werden durch diese Technik, wenn die also da zu nahe rankommen, so in Schwingung versetzt, dass es dann zu Verpuffungseffekten kommt. Und das ist eine zusätzliche Gefahr und die Amerikaner und die Russen haben ja ihre Atomraketen, die sie um Städte teilweise positioniert haben, von den Städten weggenommen. Weil sie wissen um diese Dinge. Weil wenn es zu einem skalaren Krieg kommt in der Zukunft oder kommen sollte, dann ist das ja eher eine Gefahr für die eigenen Leute, wenn das Zeug da noch scharf rumsteht. Ja, und jetzt, auch jedes... Ich meine, da fallen einem natürlich so Stichworte ein wie das Japan-Erdbeben und die dortige Katastrophe, die entstanden ist, wo ja auch gesagt wird, das war eigentlich ein Angriff von wem, genau. Ja. Oder eben die ganzen weltweiten Erdbeben, die stattfinden, die sind ja jeden Tag, sind mehrere Fünfer festzustellen. Ja. Gerade im pazifischen Feuergürtelraum und so weiter. Was kann das damit erzeugt werden? Was meinst du? Ja, es gibt oder ja eine Menge. Sein, ja, oder... Ja, ich meine, da kann ich auch nur verweisen, also wie gesagt, es steht eine Menge dazu in dem Anhang von einer Presseerklärung drin, aber nur um was zu zitieren, also sowohl Fabio Mini, italienischer General, hat ja gesagt, also in Militärkreisen ist vollkommen klar, dass nicht jedes Erdbeben und nicht jeder Tsunami heutzutage natürlichen Ursprungs ist, ne? Hat das benannt in einem längeren Artikel. Ne? Und ich meine jetzt hier, Hiso Takanaka, habe ich schon öfter erwähnt, ist ja von Fulford damals interviewt worden, der hat ja gesagt, also unser Finanzsystem, also Fulford hat ihn gefragt, warum ist das japanische Finanzsystem den Oligarchen überantwortet worden im Prinzip, warum spurt ihr denn? Darauf hat er ja stumpf geantwortet, weil wir von der Erdbebenwaffe bedroht wurden. Ich meine, er hat es offen gelassen, von wem die Erdbebenwaffe gehört. Ja, aber es ist so, also wenn man jetzt zum Beispiel den Dr. Peter Bieter, der also damals durch Kennedy eingesetzt wurde als Berater der Import-Export-Bank und der damals also angeleiert hat, dass es damals schon zu einer Golduntersuchung kommt, die damals war schon fraglich war, ob das Gold überhaupt noch da ist, wo es sein soll. Ja, der sagt ja in dem Tenor, nicht? Diese Dinge eben künstlich erregt werden und so weiter und so fort. Ne? Ja, und bedenklich scheint mir das, was du vorhin erwähnt hast, da hatte ich jetzt gar nicht so weit gedacht, dass eben auch Privatleute, die sehr unglaubliche Vermögen haben oder Mittel haben, dass die das selber auch machen können. Und das heißt, es muss nicht unbedingt, jetzt müssen es die bösen Russen gewesen sein oder die bösen US-Regierungsleute, sondern es kann auch ein Privatding gewesen sein, oder? Also da sind wir jetzt an einem ganz brisanten Punkt, was die meisten gar nicht auszusprechen wagen. Also da bei kann mir ich auch hier nur, ja, bei mir da darf ich, jeder sagen, was er für richtig hält. Also da kann ich ja auch nur zitieren, und das hat der Dr. Peter Bieter ja auch gesagt. Der geht so weit und sagt in seinen Audiofiles, die er nur an 400 Leute verschickt hat damals, es existieren unterseeische, also damals zumindest in den 80er Jahren hatte diese Briefe geschrieben, unterseeische Atomraketen, ja, unter der Führung von Rockefellers. Das klingt natürlich total abgeknallt. Aber das muss man sich vielleicht so vorstellen. Kennedy wollte damals ja die CIA entmachten, weil er gemerkt hat, es wird ja im Prinzip eine Politik neben der normalen US-Politik gemacht. Weil den Zugriff zu diesen Geheimorganisationen, Geheimdiensten in aller Welt übrigens, von ganz anderen Leuten teilweise geführt und bestimmt werden, als von der Regierung und vom Parlament schon gar nicht. Nicht? Weil viele Dinge, die da geschehen, da erfährt das Parlament noch nicht mehr von. Nicht? Und das sind, also die Aussage fand ich schon spannend, also ich kann es jetzt ja nicht behaupten, aber ich gebe einfach wieder, was der Dr. Peter Bieter eben sagt, der sagt knallhart, diese Dinge sind im Prinzip Kriegspolitik der Rockefellers, ja? Zum Beispiel. Nicht? Und ich meine, es gibt ja auch eine andere mächtige Familie, die Rothschilds, die also, wenn man sich die ganze menschliche Geschichte der letzten Jahrhunderte mal anguckt, die bei jedem Krieg mitgespielt haben. Und hier die Mutter da von den Rockefellers damals, die hat ja sogar gesagt, also wenn nicht einer meiner Söhne das Geld dafür hergibt, dann findet ein Krieg nicht statt.
Ja, und so sieht's aus. Ja. Ich meine, da tritt man natürlich jetzt Leuten ziemlich auf die Füße, die auch ziemlich mächtig sind. Und das hat ja auch der Fulford gesagt. Fulford sagt ja, also diese bei diesem Interview mit dem Heso Tekkanaka, ja, dass das im Prinzip der Rockefeller Clan ist, der im Prinzip dafür sorgt, dass diese Dinge geschehen. Also sprich diese Erdbebengeschichten und so weiter. Und es sieht anscheinend so aus, weil die Geschichte von Harp ist ja auch sehr seltsam. Es sind ja sogar mal Kongressgelder gesperrt worden in USA. Und trotzdem ging es aber weiter. Also von irgendwo kommt das Geld ja dann her. Und es existiert, also da habe ich die Aussage hier, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, muss ich nachlesen. Da sagt ja einer also aus USA, es existiert ja noch nicht mal ein Gesetz in USA, das es verbietet, sagen wir mal, irgendwelche Wettermanipulationen zu machen. Es gibt ja gar keine Restriktion in dem Sinne. Wenn Privatmann sagt, jetzt machen wir mal dies oder jetzt machen wir mal das, dann wird's gemacht. Fertig. Und ich meine, wenn man sich anguckt, jetzt zum Beispiel Bill Gates spielt ja auch eine sehr unrühmliche Rolle in diesem ganzen Ding. Der hat jetzt zum Beispiel in der deutschen Uni Gelder gegeben, über 1 Million, die ja untersucht haben, also wie impft man Leute jetzt quasi durch Sprays. Ne? Also brauchen die Leute nicht mehr pieken, sondern dann kriegst du ein Spray auf den Kopf, ja, und dann wandert das durch die Haarfollikel erstmal hinein und durch den Schweiß wird der Impfstoff aktiviert und bums hast du den drinne. Wunderbare, tolle Erfindung. Wenn ich jetzt bloß mal an Chemtrails denke, naja, was kann man denn dann alles machen? Also muss man demnächst nur noch mit Käppi rumrennen, oder wie sieht's aus? Ja, das empfehle ich sowieso, das mache ich sowieso, nur vor allen Dingen, wenn es regnet. Also dann ja, klar. Mit Kopfbedeckung. Ja, aber auch so, das Zeug rieselt ja auch so runter. Ich meine, und das ist ja, der Nanokram, der ist ja so fein, der kann da wirklich eindringen. Jegliche menschliche Hautbarriere wird durchbrochen. Ne? Das ist ja das Wahnsinnige. Also ich will den Leuten jetzt auch nicht zusätzlich Angst machen, bloß das sind ja Dinge, wenn man da in die Tiefe mal kratzt, dann stellt man plötzlich fest, das ist keine Science Fiction. Das sind überall von Forschungsprojekte. Das sind immer dieselben Leute, die die Gelder dafür geben. Und. Und wenn man die Sprüche danach hört, also zum Beispiel von Gates, ja, dass es uns ja gelingen könnte, also in Bezug auf Bevölkerungsexplosion, wenn wir die Impfprogramme richtig anwenden, sollte es uns gelingen, 15% der Überbevölkerung, also des Überbevölkerungsproblems dadurch erledigen zu können. Nicht? Also er drückt sich ja da so ein bisschen hinten rum raus, aber man weiß schon, auf Klardeutsch heißt das 15% der Leute wegzukriegen. Nein. Das ist also ein Eugeniker, schlimmste Sorte, ja, und darüber sprechen wir auch in vielen dieser Sendungen, die wir ja machen, und das muss uns bewusst sein. Aber wichtig ist ja, ich meine, die Leute, die jetzt hier direkt zuhören, sind ja Leute, die vieles davon bereits wissen, aber unsere Sendung richtet sich vor allen Dingen an die wir auch neu hineinbekommen wollen in diese Thematik. Und da danke ich dir dafür, dass du so offen das aussprichst, Werner, weil das müssen wir tun. Das ist die Stoßrichtung, in die wir alle gehen müssen. Ja. Wenn wir nämlich immer nur die Klappe halten und immer nur Angst haben, oh, jetzt werden wir bestraft. Und dann wird nichts, dann wird sich nichts ändern. Natürlich, vollkommen klar. Ich meine, Leute, guckt das doch mal an. Ich meine, ich habe jetzt keine Rüstung an oder irgendwas. Ne? Ich meine, ich habe eine Menge Leuten auf die Füße getreten. Was mir bisher passiert ist, ja, das ist gut, sie haben mich aus der VHS Oldenburg rausgeekelt, da darf ich also nicht mehr auftreten, weil ich eben diesen Vortrag Macht über das Wetter damals gehalten habe, 2008. Ja, ich werde bei der Uni nichts mehr sagen dürfen, so wie es aussieht. Ja, man versucht jeden Journalisten, der bis jetzt, und das sind etliche gewesen, die also Interviews von mir haben wollen, also von Monitor angefangen, über Spiegel TV, über RTL und so weiter, alle zurückgepfiffen worden. Ja, ich meine, wie kommt's denn? Ja, nicht, weil ich nur so einen Blödsinn erzähle, sondern weil das irgendjemand anscheinend wehtun könnte. Ja, und das sind die Dinge, aber ich hopse immer noch ganz fröhlich hier rum. Ja, und das liegt zum Teil auch daran, weil ich gelernt habe, keine Angst zu haben. Und weil ich in mir relativ stark ruhe und weil man dann eben nämlich auch einen gewissen Schutzmantel um sich herum hat, das mag jetzt komisch klingen, aber das ist so. Und wir sind schöpferische Wesen, die im Prinzip auch fähig sind, Materie zu formen. Die ganzen Heiler, die es gibt, das ist eigentlich gar kein Wunder. Das können wir alle. Wir müssen uns bloß bewusst werden, ja. Ich meine, jetzt werde ich schon fast pastoral hier, aber ich meine, das ist auch ganz wichtig, dass die Leute ihr Potenzial erkennen. Weil wir werden von klein auf, werden wir ja nicht nur dumm gehalten, sondern uns wird das tiefe Wissen, was jedes Kind eigentlich hat, was wir alles können. Dass wir teilweise, Kinder können zum Beispiel auch schon fantasieren. Was heißt denn fantasieren? Die fantasieren deswegen, weil sie in andere Welten teilweise reingucken können. Kleine Kinder sagen einem sehr oft, Mama, ich habe das und das gesehen. Dann sagt der Erwachsene, nee, du spinnst ja. Und dann erstirbt das nämlich. Und das ist vielleicht genauso wichtig wie die ganze Information, diese gruselige, dass man sich mal klar macht oder jeder mal in sich geht und sagt, so, ich gönne mir mal eine Pause, ich versuche mal zu mir zu kommen, in mich zu gehen und zu gucken,
was wir eigentlich für Wesen sind. Ja? Und das wissen nämlich unsere, ob wir sie Illuminati nennen oder sonst was, in den Geheimgesellschaften, in den Freimaurerklicken, wird ja nichts anderes gemacht, als sie Schritt zu Schritt für Schritt einzuweihen in dieses Wissen, dieses uralte Wissen. Ja? Und die alten Germanen und die ganzen alten Völker, die wussten genau, wie das funktioniert. Und die Schamanen wissen es heute auch noch. Aber das versucht man uns eben abzudressieren und deswegen hat man uns eben teilweise zu Biorobotern jetzt hingekriegt. Dass man uns also nicht nur über Nahrung und über Besprühen und über alles Mögliche runterkriegt, sondern man bringt uns in die Angst, man bringt uns in Zweifel und das, egal was man von der Bibel hält, das steht da ja schon drin, diese Schlüsselsätze, die man aber erst dann begreift, wenn man ja wirklich tiefer geschürft hat. Fürchtet euch nicht, heißt ja zu Deutsch, wenn du dich vor nichts fürchtest, dann kannst du alles angehen. Und da steht auch noch drin, sinngemäß, du kannst alles erreichen, wenn du nicht zweifelst. Sobald du zweifelst, kannst du von vorne wieder anfangen. Und das weiß ich aus meinem Leben hundertprozentig. Ich habe bis jetzt die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, auch hingekriegt. Das soll jetzt gar nicht prahlerisch irgendwie sein, aber es funktioniert so, Leute. Wenn ihr den Weg anfangt zu gehen, ihr werdet feststellen und immer fröhlicher werden dabei. Ja, es funktioniert ja. Wenn ich vorher gedacht habe, nee, das kann nicht angehen, es funktioniert. Probiert das mal. Und dann haben wir gewonnen. Weil diese paar tausend Leute, ja, die uns hier knechten und hier den ganzen Planeten zu einem Sklavenstaat machen wollen, die wissen das ganz genau. Und sie wissen, dass sie in der Minderheit sind. Und ihnen gelingt es nur, wenn sie uns wirklich in dem Bioroboter-Dasein lassen oder uns noch mehr zudüseln mit allen möglichen Ablenkungsmist. Ja. So, Leute, wacht auf. Wenn wir aufwachen, haben wir schlagartig andere Verhältnisse. Ja, super. Das ist, bin ich sehr dankbar, dass du das mal so ausgesprochen hast. Das ist auch immer so der Tenor meiner Sendung. Bewusstsein ist schnell erreicht und wenn wir das mal erreicht haben, dann können wir alles machen. Und ja, das finde ich klasse, dass du das auch so siehst, denn ich meine gerade die Leute, die jetzt uns direkt zuhören, wissen das ja auch inzwischen, aber wir müssen diese Mitteilung weitertragen und ganz wichtig auch uns zuversichtlich sein, dass wir das alles schaffen können, wenn wir das wollen. Ja. Richtig. Und es ist aber nicht, das Wissen reicht nicht. Man muss ins Tun kommen. Ja? Man muss es üben und immer ein Schrittchen voran. Man muss jetzt ja nicht gleich mit der größten Aufgabe konfrontieren, aber probiert's. Ja, kommt ins Tun. Nur Wissen alleine reicht auch nicht. Das ist der erste Schritt, aber man muss weiter voranschreiten. Ja, ja, das ist ganz klasse, dass du das jetzt so gesagt hast. Ja, ich habe hier nochmal eine Frage. Zwecks Chemtrails bin ich noch Anfänger dazu, diese Fragen. Wissen die Piloten eigentlich, was sie da machen? Wer entscheidet, wo und wann die Chemtrails gesprüht werden an Beinbild? Hat er mitgeschickt, hier, wo man diese Muster sieht, ja, oben, man ja auch bei dir auf deiner Bilderseite sehen kann. Ja. So wirklich, wo man sieht, dass das nichts Natürliches ist, ja. Was ist da deine Sichtweise und spricht auch hier, dass die Person hier Kopfschmerzen hat, eine schlaflose Nächte und ob das auch wieder vielleicht damit zusammenhängt? Also die gesundheitlichen Auswirkungen, also man hat natürlich bronchialmäßig Ärger, man hat schleimhausmäßig Ärger, also kratzender Hals, kratzende Augen, Trockenheitsgefühle, eine ganze Menge Zeug. Ich habe übrigens auf meiner Seite einen Dr. Junge da drauf, hört euch den mal an, der bestätigt das ja sogar, dass das stattfindet, aus Oldenburg. Das ist einer der wenigen Mutigen, der das auch zugibt. Zu der Frage, was sagt man den Leuten, die das aussprühen? Also erstmal ist es so, also viele Dinge finden ja statt, ohne dass überhaupt jemand weiß, was er im Sprit hat. Also der Sprit ist ja schon lange nicht mehr reines Kerosin. Da sind dermaßen viel Zuschlagstoffe drin, also Fließverbesserer, Antikorrosionsmittel, Antiflammmittel und alles Mögliche. Und das sind also von der Gefährlichkeit her, von den 25 sind es gefährlichsten Karzinogenstoffe, sind da glaube ich 17 drin im normalen Flugzeugsprit schon. Den normalen Flugzeugsprit müsste man eigentlich auch schon Chemtrail nennen. Ja. Und von daher ist ja diese Trennlinie schwer zu ziehen. Die Massivsprühungen, die stattfinden, und die werden wohl mit Militärmaschinen stattfinden. Und das hat ja sogar der Spiegel Online schon geschrieben. Wenn ihr mal auf Spiegel Online geht, im Jahr 2008, das Datum weiß ich jetzt nicht mehr genau, haben sie ja vorgestellt, wie man es denn machen will. Natürlich tun sie so, als wenn sie es künftig erst machen wollen. Da haben sie Maschinen sogar abgebildet, KC-10 und 135 und so weiter. Und haben dabei geschrieben, so und so viel Tonnen kann der mitnehmen. Dann haben sie sogar Yachtflugzeuge dargestellt in Spiegel Online mit Abbildung, der kann so viel Tonnen mitnehmen. Und dann kann man innerhalb so und so einer Zeit so und so viel Zeug ausbringen. Da stand da alles drin, Leute. Ja, aber sie tun immer so, das ist erst für morgen angedacht. Ne? So, was sagt man den Leuten, die das ausbringen? Denen sagt man, es gibt ja dieses Protokoll von
dem sogenannten Deep Shield. Was haben wir übrigens damals durch eine ältere Dame übersetzen lassen, vor 6 Jahren glaube ich schon, dieser Deep Shield Bericht. Der sagt ja quasi, ja, er ist natürlich nicht dafür, den Leuten nicht zu sagen, was hier passiert, aber er sagt, die Erde stirbt. Ich meine, da kann man jetzt halten von, was man will, das ist seine Aussage. Und wir müssen das machen. Und die Leute, die da oben rumfliegen und das verteilen, das sind Helden. Ja, und er stellte sich ja nicht mit Namen vor, ist ja klar. Aber er sagte ja, er ist in einer Planungsgruppe von so einem Zeug. Ich meine, der ist auch nach kurzer Zeit gestorben nach diesem Interview. Den hat man dann also tot gefunden in seiner Garage. Angeblich hat er sich selbst vergast. Die Familie wusste aber nichts davon, dass irgendwelche familiären Schwierigkeiten da sind. Also man hat ihn wahrscheinlich um die Ecke gebracht. Das nur ganz nebenbei. Aber so wird es eben den Piloten, denke ich, verkauft. Dass man sagt, Leute, ihr macht heroische Dienste und wir können das dem Volk aber nicht mitteilen, weil dann werden die panisch. Dann gehen die nicht mehr zur Arbeit, dann sagen die sich, naja, wenn sowieso alles im Eimer ist so ungefähr, dann hau ich es immer auf die Kacke und das war's dann. Ja, so, denke ich, kann man den Leuten das vermitteln. Und die andere Sache, es ist ja so, in den Patenten und den ganzen Vorschlägen von Edward Teller und also auch mit den ganzen Nachfolgeleuten und vom Council on Foreign Relations und eine Menge anderer Gruppen, die man noch aufzählen könnte, wird es ja alles beschrieben, wie sie es tun wollen. Was mich immer gewundert hat, seit einer bestimmten Zeit haben wir ja diese Billigflüge, ob das jetzt Ryanair ist oder hier Air Berlin oder die ganzen Jungs. Ich meine, ich bin Unternehmer, ich habe zu kalkulieren gelernt. Ich kann nicht begreifen, wie man von England hin und zurück für 50 Euro oder 49 Euro fliegen kann. Davon können die Jungs noch nicht mal den Sprit bezahlen. Das geht eigentlich gar nicht. Also muss man sich mal überlegen, werden nicht diese Firmen unter Umständen subventioniert durch irgendwelche krummen, schrägen Mittel, ja, um eben zusätzlich bestimmte Stoffe mit auszubringen. Ja, ich habe da keine andere Erklärung mehr für. Ja. Und wir haben ja Ryanair angeschrieben, also weil wir da so eine Turbine entdeckt haben, beziehungsweise die Italiener haben eine fotografiert auf dem Hamburger Flughafen mit so einem Nippel dran. Und dann hab ich die angeschrieben und gesagt, sie möchten mir, ich bin doch Flugzeuginteressierter und ich habe bisher noch nie so einen Nippel gesehen, vorne in der Turbine, also eine Umluftsteuerung da quasi im Ansaugkanal. Die sollten mir doch bitte mal freundlicherweise erklären, wozu dieser Nippel da ist, diese Düse. Da kriegte ich nur eine Wischi-Waschi-Antwort, ähnlich wie bei Greenpeace. Wenn Sie Informationen zu unseren Sachen haben wollen, dann gehen Sie doch auf unsere Internetseite. Also man ist schön drumherum geschifft um diese direkte Frage, samt Foto übrigens. Ja. Also stinkt ja auch schon wieder. Ne? Also das sind natürlich jetzt, das kann ich nicht beweisen, aber das sind so Dinge, man will dann konkret was wissen, man kriegt nur irgendwas, ja, Wischi-Waschi-mäßiges da. Ne? Ja, ich meine, jetzt schließen sich natürlich auch immer so Punkte noch an, weil wir haben ja auch nicht mehr jetzt unendlich viel Zeit, alles nochmal zu diskutieren. Aber ja. Es gibt so, zum Beispiel so Vorschläge, es gibt ja so Art Cloudbuster, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, da wird zum Beispiel an dich die Frage gestellt von mehreren Seiten, ob das was nutzt, ob es da mit Argon und was weiß ich, was es da alles gibt. Gibt es wirklich etwas, was man gegen so etwas tun kann, aus deiner Sichtweise oder Erfahrung? Also ich empfehle den Leuten nur, ihr müsst eine vernünftige Ernährungsweise haben, ihr müsst euer Immunsystem auf Trab bringen, um diesen Dingen im Prinzip was entgegenzusetzen. Dazu gehört auch, dass man vielleicht also jeden Tag sich da einen Löffel Zeolit und Bentonit reintut und das trinkt, um diese Schwermetalle wieder ausschwemmen zu können. Man kann sich ein Ionisationsgerät ins Zimmer stellen, um was dazu führt, dass eben die Mini-Partikel sich zusammenballen und dann eben eher runterfallen und eben nicht mehr in der Luft schweben, sondern auf dem Teppich liegen. So, zu der Cloudbuster-Frage und diese ganzen Techniken, die im Prinzip auf Wilhelm Reich beruhen, sage ich Folgendes, und zwar seit Jahren. Das kann nicht die Lösung sein. Und diese Leute behaupten ja immer, okay, das geht dann weg. Also weg geht es ganz bestimmt nicht, weil diese Metallpartikel kommen natürlich runter. Es ist bestenfalls ein statischer Verdrängungseffekt, der da stattfindet, wenn man, sagen wir mal, jetzt da über sich dann das Zeug vielleicht zur Seite gedrängelt hat. Aber wer kriegt's denn dann? Dann kriegt's konzentriert der Nachbar. Das ist für mich also so eine Art, es gibt ja diesen Spruch, also schickt das Feuer dem nächsten Kirchturm, aber nicht in meinem Dorf. Ja, das kann's irgendwo nicht ganz sein. Also mir konnte noch keiner von den Leuten erklären, dass es wirklich dann weg ist. Ne? Und ich meine, es ist außerdem ja auch ein Krieg, der dann da stattfindet. Also wenn wir uns vorstellen, 6,6 Milliarden Leute oder wie viel wir sind auf der Erde, jeder stellt sich so ein Ding jetzt in den Garten. Die Jungs merken das ja. Gut, dann entstehen da jetzt Löcher oben, ja, die dann vielleicht sich öffnen. Okay, dann sprühen die Jungs halt noch ein bisschen mehr darüber. Ich meine, das kann es ja nicht sein. Ich meine, die Lösung muss irgendwo anders liegen, denke ich. Ja? Und deswegen, ich meine, ich sage jetzt nichts gegen die Leute, die das jetzt machen. Die sind ja auch guten Willens. Zweitens, bin ich mir nicht drüber im Klaren, oder ich bezweifle an, dass viele, die diese Sachen zusammenmixen, überhaupt wissen, was sie da tun. Weil der Wilhelm Reich hat ja auch verschiedenste Dinge getan, die teilweise auch nicht ganz gesund waren und hat auch davor gewarnt, vor bestimmten Sachen. Ja? Also wer es falsch macht und wer es, also
könnte es sein, dass da eine Menge Zauberlehrlinge am Gängen sind, die in Wirklichkeit die Langfristwirkung nicht einschätzen können, weil das hat Auswirkungen auf die Ionosphäre, das ist vollkommen klar, auf das dielektrische Feld zwischen der Ionosphäre und der Erdoberfläche. Und wenn das jetzt massiv eingesetzt wird, wir wissen nicht, was das nun wieder für Kreuz- und Querwirkungen hat. Also das sage ich dazu. So, ja, und dann gibt es auf jeden Fall ja eine Gegenreaktion, denn das habe ich auch schon gesehen, dass dann mit einmal Flugzeuge kommen, die sehen das ja auf dem Radar, wenn da sich so Löcher bilden. Ja, klar. Und das überprüfen und dann melden und dann kommen vielleicht dann die Sprüher wieder. Ne? Ich meine, das kann nach meiner Meinung nicht die ideale Lösung sein. Aber ich verstehe sehr wohl, dass die Leute natürlich irgendwas dagegen tun wollen. Also nach meiner Meinung kann nur, also A, Aufklärung helfen. Zweitens, Leute mit dem Arsch hochkommen, mal in Parteibüros reinrennen, mal zu den Zeitungen rennen und sagen, wieso berichtet ihr nichts? Zur Polizei gehen und die Jungs aufklären und an allen möglichen Leuten rütteln und sagen, Leute, wir lassen uns nicht verarschen, wir lassen uns auch nicht abfüttern mit irgendwelchen Blabla-Geschichten. Wir möchten bitteschön dazu konkret was wissen. Ja, und dann hat das auch Wirkung, wenn das mehr Leute tun. Das Dumme ist ja, ich meine, die ganze BRD könnte Bescheid wissen, aber zu Hause bleiben. Dann machen die so weiter, das ist doch klar. Ja, ich meine, die Leute müssen das kundtun. Ob das ein Anruf ist, ob das ein Telefonat, ob das ein Briefchen ist oder so. Auch hier die Bundestagsabgeordneten, die in der Nähe wohnen, die wollen doch von uns gewählt werden. Ich meine, man kann dafür mit einer BRD jetzt halten, was man will. Aber das ist deren Interesse. Denen muss man irgendwo die Hölle heiß machen. Ja, das nützt also ja nichts. Wahrscheinlich auch ein sinnvoller Vorschlag, den sage ich jetzt. Ja. Sauberer Himmel Mitglied werden, also sauberer-himmel.de einfach mal angucken. Ja. Entscheiden, okay, mitzumachen und ich bin auch Mitglied. Also ich unterstütze das. Man kann immer alles noch viel besser machen, aber wichtig ist, natürlich, dass man erstmal was tut. Ja, das sage ich auch. Also wir sind ja auch nicht die Superspezialisten jetzt unbedingt. Ich meine, das ist ein Versuch von uns zu sagen, Leuten eine bessere Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren, zusammenzufinden vor allen Dingen. Und ich meine, in jedem Grüppchen müssen die Leute sich natürlich beschnüffeln und gucken, ob sie miteinander klarkommen. Da haben wir ja gar keinen Einfluss drauf. Aber wir stellen zumindest Möglichkeiten, ob das Autoaufkleber sind oder Flyer und sowas zur Verfügung. Die müsst ihr ja auch gar nicht nehmen, die könnt ihr auch als Anleitung nehmen. Natürlich gibt es jetzt schon wieder Leute, die sagen, ja, jetzt verdienen wir was an den Flyern. Ja, okay, wir mussten das einer Frau jetzt geben mit den Flyern zum Beispiel, die uns aber auch gleichzeitig noch arbeiten, wie E-Mails beantworten und so. Und die gute Frau muss von irgendwas leben. Also haben wir gesagt, okay, gibt's einen kleinen Aufschlag also auf diese Flyer, weil das ist uns natürlich prompt vorgeschlagen worden. Einer hat uns vorgerechnet, wie wir da jetzt reich von werden. Wir haben keine müde Pfennig haben wir davon. Das muss ich auch mal so sagen. Diese Frau wird quasi indirekt dadurch mitbezahlt, dass sie viele Sachen für mich und für Dominik erledigt, weil wir können das nicht alles. Ich habe insgesamt, seit ich angefangen bin, 40.000 Mails gekriegt. Ich kann das nicht alles beantworten, Leute. Da denken manche vielleicht, ich bin arrogant, aber ich kann es nicht. Weil sonst käme ich vom PC nicht mehr weg und würde es trotzdem nicht schaffen. Also wir haben da gewisse Helferchen, die uns da mithelfen, aber die auch nicht so reich sind, dass sie es ganz umsonst machen können. Die müssen einen gewissen Ausgleich kriegen und bitte versteht das. Ja, ja, das ist ein guter Hinweis. Das geht mir ja und anderen auch so. Weil meckern jetzt kann jeder, ne? Sicher, logisch. Ne? Aber wir machen es ja auch hier vollkommen kostenfrei. Ich bin auch komplett, ich kriege auch nichts dafür. Ja. So, hier kommt noch eine Frage rein. Ja. Ich habe noch eine Frage, wenn das Uranzeug so dermaßen lange strahlt, dann dürfte doch heute in vielen Gegenden, wo Atombombentests, Area 51 zum Beispiel stattfanden oder Abwürfe Hiroshima oder Nagasaki, kein Schwein mehr leben dürfen und das für Milliarden von Jahren. Ach ja, noch eine Frage. Angeblich soll es irgendeine Art atomares Material geben, das angeblich nur kurze Zeit strahlt, also eine Halbwertszeit von nur einigen Wochen oder Monaten hat. Keine Ahnung, ob das eine Mainstream-Lüge ist oder ob es wirklich sowas gibt. Grüße aus München. Ja, selbstverständlich gibt es jede Menge verschiedene Strahler und das geht also von Halbwertszeiten von einigen Minuten bis zu eben Milliarden von Jahren bei verschiedenen Stoffen. Der Unterschied zwischen einer atomaren Fusionsbombe, ja, also eine Atombombe, die jetzt richtig explodiert, und dem Material, was hier verstreut wird, sind ja verschiedene Wirkungen. Natürlich ist das sofort tödlich, wenn man sich jetzt im direkten Strahlungsbereich einer Atombombe befindet und oder der thermischen Wirkung, wo man quasi einfach verdampft, ne? Und ein Teil der Stoffe werden dann ja ausgestreut und wirken auch nach über Jahrzehnte. Vollkommen klar. Deswegen hat man in den Gebieten ja auch nach wie vor also massenhaft Leukämien und Krebse und was weiß ich. Das ist ja nicht so, dass jetzt in Nagasaki und Hiroshima dann plötzlich alles sauber war, schlagartig. Nein, aber der Punkt ist der, wenn es also zu einer Kernfusion kommt, also das Zeug verstrahlt ja im Prinzip, dann wird bei dieser gewaltigen Energiefreisetzung ein großer Teil, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, ja, vielleicht kritisiert man mich jetzt auch deswegen, aber ich muss es ja so einfach darstellen, dann wird ein großer Teil dieser Energie oder dieser Masse
Plutonium oder je nachdem, was für Bomben das sind, ja auch dann bei aufgebraucht. Ne? Es ist nicht so, also schlimmer wäre es, wenn jetzt, sag mal, eine Plutoniumbombe feinst in Nanoteilchen zerstäubt würde und würde dann auf eine Stadt herabrieseln lassen. Das hätte langfristig gesehen, kurzfristig wäre der Effekt gar nicht groß, aber langfristig gesehen viel mehr Tote zur Folge, ja, als bei einmal Bumm machen. Also ich, ist jetzt sehr einfach dargestellt, aber das ist der Fakt. Ne? Und das Schlimme ist ja, wenn man sonst Kriege hat stattfinden lassen, dann waren auch Tote da, natürlich, aber dann war der Krieg vorbei. Ja, und dann konnte man wieder neu anfangen. Wenn man so jetzt ganze Länder verstrahlt, ja, wer will das dann alles reinigen? Das ist ja gar nicht möglich. Wir müssen über Generationen, weil das vererbt sich ja auch weiter, diese Mutationen, und die schlagen manchmal erst in der zweiten Generation richtig durch, dann haben wir unter Umständen, also sagen wir mal 100 Jahre weitergerechnet, verkrüppelte Menschen und alles mögliche Degenerierte hier rumlaufen, was auch rein vom Geld her gar nicht mehr bezahlbar wäre, von der Gesundheitsversorgung. Das sind einfach irre Dinge, die da stattfinden. Wenn man das einmal freigesetzt hat, also wirklich den Teufel aus der Flasche gelassen hat, den kriegt man nicht mehr eingefangen. Ja, das kann A, keiner bezahlen, und das ist auch einfach schier nicht möglich, wenn das so fein verteilt ist. Deswegen wussten die Indianer auch schon, unter ihren heiligen Bergen waren oft Uran drin, alle möglichen anderen Sachen, wo die gesagt haben, das dürfen wir nicht antasten. Das war eine tiefe Weisheit, die Jungs hatten, weil erst, wenn man es rausgeholt hat, feinst verteilt hat, wurde es gefährlich, wurde es richtig gefährlich. Ja, das heißt also, dass die DIMMs, deshalb nennen wir die auch so, die dominante irrsinnige Minorität, Psychopathen sind, die ja so da, ich meine, in James-Bond-Filmen kommen ja solche Charaktere beispielsweise auch immer mal zum Tragen, ne? Gerade so mit den Unterwassergeschichten, was du vorhin erzählt hast vom Rockefeller und so, da gab es auch so welche Filmchen. Da denkt man dann manchmal, die berichten so ein bisschen über sich selbst, ne? Da zeigen uns wie psychopathisch sie eigentlich sind. Ja, aber Werner, wir sind jetzt so fast am Ende unserer Sendung. Und ja, wir könnten wahrscheinlich nicht geschafft. Ja, gut, ne, wir haben eine Menge Punkte angesprochen und ich danke dir dafür, dass du uns zur Verfügung standest. Jetzt nenn uns aber doch bitte nochmal deine Kontaktmöglichkeiten, deine Webseiten auch von der Bürgerinitiative nochmal bitte. Ja, wie gesagt, hast du ja schon eben erwähnt, also einmal sauberer-himmel.de kann man einiges finden, dann eben auf meiner Seite chemtrail.de, dann eben die Schweizer Seite chemtrails.de und von meiner Seite eben auch Querverweise eben auf den YouTube-Kanal, wo da alles Mögliche draufsteht und so weiter. Eins wollte ich nochmal eben zitieren, und zwar jetzt nochmal, um auf Rosalie Bertell zurückzukommen. Es hat also letztes Jahr in Deutschland ein Treffen stattgefunden, vom 14. bis 20. September, eine Jahreskonferenz in Bonn, die also um diese ganzen Dinge ging. Da waren also mehrere alternative Nobelpreisträger dabei und die haben folgenden Text aufgesetzt, der ist auch gar nicht sehr lang. Es ist moralisch verwerflich und ein Vergehen gegen die Menschheit und gegen die Erde, in das normale Funktionieren des Erdsystems einzugreifen. Wie durch das Erzeugen oder Verstärken von Stürmen, Wirbelstürmen, Tsunamiwellen, Monsunregen, Hangrutschungen, Dürreperioden, Überschwemmungen, Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Und das ist unterzeichnet, ich will jetzt gar nicht alle vorlesen, von einer ganzen Menge wertiger Leute, unter anderem von Jakob von Uexküll, dem Gründer und Vorsitzender des Alternativen Nobelpreises, der übrigens jahrelang Mitvorstandssprecher war von Greenpeace, ja, und das wissen die meisten gar nicht, und der vor, ist bestimmt schon über 10 Jahre her, Greenpeace unter Protest verlassen hat, mit folgenden Worten: Greenpeace könnte viel mehr und effektiver mit seinen Geldressourcen umgehen, sie könnten viel mehr machen. Und er fordert die Leute auf, also obwohl er dazugehörte, ja, künftig ihr Geld viel besser kleinen Organisationen zu geben, die nicht so groß sind und nicht so zentralisiert sind. Da wäre das Geld viel besser angebracht. Ja, so. Also guter Punkt, aber jetzt sind wir am Ende. Werner, das war ein guter Punkt. Also spendet lieber was für saubererhimmel.de oder gibt dem Werner mal ein bisschen was. Könnt ihr auch eine Spende zukommen lassen, denn wir sind jetzt durch mit dem United Bis Radio Radiomarathon, den ersten Teil mit dem Werner Altnickel. Herzlichen Dank. Und bleibt dran, es geht gleich wunderbar weiter. Ich bin auch gleich nochmal dran, also bleibt dran für den United Bicycle Radio. Okay, aber einen Satz noch dazu. Ich wollte jetzt keine Werbung für uns an Geld sammeln machen. Es gibt eine Menge andere kleine Organisationen auch vor Ort, die auch Geld brauchen. Ne? Also das war jetzt allgemein gemeint. Klar, logisch, aber auch da kann dir nichts schaden. Bis dann. Radio and the International Community Radio Network is a joint partnership in Internet Community Radio, working to give each country a voice on a united global platform.
zu sein wie der Wind. Mal stark, mal laut, mal wie ein Kind. Die Axt wüste durch das Land. Streichen dir ganz sanft die Hand. Wort. Bin auf der Suche nach diesem Ort. Nun frei, um frei zu sein. Frei, um frei zu sein. Um frei zu sein.